haben das Thema Europa noch lange nicht abgehakt. CBA Otto Wanz. Wir gehen einmal von Wien nach, waren wir jetzt in Graz. Wo gab es noch Highlights in Österreich damals unter der Führung von Big Otto? Gab es ein Linz-Event? Nein, in Linz gab es keine Events. Das heißt, nur Graz und Wien waren so die Catch-Hochburgen, genau. wo du aufgetreten bist. Dann gibt's aber Otto hat dann expandiert nach Deutschland. Nein, in Bremen hat er dann zum Schluss dann die Tour abgefinisht mit 5,5 Wochen in Bremen. 2,5 Wochen in Graz waren es und in Wien war es, glaube ich, 5,5 Wochen montags frei. Da gab es dieses berühmte CWA Eurocatch Festival in Bremen. In Bremen, richtig. Warst du da dabei? Da war ich dabei gegen den, wie hat er sich damals genannt? Ja, wenn du mit Kama. Hat er sich damals genannt. Kama Mustafa, oder? Ja, der große Tätowierte. Soul Taker. Shango. Papa Shango, der war es. Den hast du als Gegner gehabt? Den habe ich als Gegner gehabt, ja. Haben wir ein super Match gemacht, ja, haben eine super Stimmung gemacht, war spitzenmäßig. Gibt es dieses Match? Man glaubte gar nicht, dass das ein Ösi ist im Ring, so standen die Leute hinter mir, Mensch. Moin, moin. Gut. Ja, die Bremer waren da ganz fleißig dahinter. Wie würdest du das Publikum in Bremen und in Österreich vergleichen? Ähnlich wahrscheinlich. Ähnlich, aber doch sehr, sehr unterschiedlich. Mit Herz und Seele sind beide dabei. In Österreich fühle ich mich ein bisschen mehr zu Hause. Ja. Das ist auch ganz natürlich so. Aber in Bremen ist es auch ganz gut gegangen. Dann auch später habe ich meine eigene Show veranstaltet, die X-Fights. Mhm. Das war natürlich mehr ein Strong-Style, gemischt mit guten American-Style-Leuten, so wie David Morgan und Mille Zirno. Mhm. Und hatte ich dann auch noch das Glück, dass der Top-Chef von Battle Arts auf meine Einladung gekommen ist und hat damals noch einen sehr so guten Abkommen jungen Wrestler gebracht, den Masakazu Fukuda. Und ich hatte noch zwei meiner Schüler im Rennen, den Tim Holdorf und Ken Mahler. Und da ist es richtig heiß zur Sache gegangen. Das ist eine heiße DVD, die sollte man sich auch anschauen. Da kommen wir aber dann noch erst zu sprechen. Aber wir sind noch immer beim guten alten Catchen. Beim Catchen, ja. Otto hat ja auch was in Hannover gemacht. In Hannover? Nein, das war der Peter William. Die waren ja Partner zusammen. Da gab es ja Territory. Das ist ja im Wrestling bekannt. Genau. So. Don't cross other's territories. Other people's territory, that's right. Das heißt, Otto war Bremen. Und das war es auch schon in Deutschland. Otto hat sonst nichts gemacht in Deutschland. Ja, in Bremen hat er 5,5 Wochen gemacht. Ne? Ja. Und das Turnier in Hannover ging natürlich dann 6 Wochen. Da wurde ich dann zum Bösen. Wie ist eigentlich der Peter William so für ein Typ? Ganz ein eigenartiger Typ. Der muss ja jetzt auch bald über 70 sein, oder? Ist es bald über 70? Zum Peter William ist zu sagen, er ist ein sehr guter Showmaster. Er hat manchmal seine Ideen sind manchmal viel zu crazy. Crazy? Viel zu crazy fürs Geschäft. Aber er hat einen frischen Schwung hineingebracht. Und man mag ihn hassen oder man mag ihn noch mehr hassen, aber es ist der Peter Williams. Und der Peter Williams wird eigentlich auch immer fehlen aus dem Catchen. Ja, jetzt hat er sich eigentlich so gut wie zurückgezogen. Hast du vom DSF, gab es ja diese kultigen Kommentatoren, die möchte ich jetzt ansprechen, weil wir gerade im Deutschen sind. Ja. Joe Williams und Horst Brack, der Bestrafer. Horst Brack, der Bestrafer. Kannst du mich noch erinnern an diese beiden? Ich kann mich nur an die Namen erinnern, bitte. Hast du sie nie kennengelernt? Nicht, also bitte jetzt auch nicht böse sein, aber da kann ich mich jetzt im Moment nicht dran erinnern. Okay, das war so eine Zeit, als ich selber dieses Wrestling nicht WWE verfolgte, nämlich der WCW und Europa auch. Okay, die CWA hat in Bremen veranstaltet, CCC war in Hannover. Da hat der Peter William das Sagen, aber auch, glaube ich, dieser Herr, der dann später in dieser Talkshow war, dieser CCC-President Mr. Vogelsammer und Jerzy. Genau, der Herr Vogelsammer hat das veranstaltet und der Herr René Jerzy ist Geschäftsführer des VDBs. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist es noch immer. Die hatten damals eine wunderbare Idee, nämlich das 60-Tages-Turnier zu machen. Der Vogelsammer hat das gut unterstützt. Und ja, das habe ich dann auch gewonnen. Leider ist es nicht weitergegangen in das nächste Jahr. Da hätten wir dann 100 Tage gemacht, welche ich selbstverständlich auch gewonnen hätte. Keine Frage, das ist schon mal ganz klar. Aber es war eine sehr, sehr gute Zeit. Ich konnte auch meine Sachen aus Japan sehr gut einbauen in Hannover. Und da bin ich dann eigentlich wirklich zum richtigen Viktor Krüger gekommen. Weder gut noch schlecht, einfach der Viktor Krüger. Und findest du mich gut, dann bin ich der Gute für dich. Und bin ich der Schlechte, dann verdammt nochmal, boom mich aus. Verstehst du? Und da bin ich dann eben als true and alter Falco-Fan auf den original Viktor Krüger Einzugsson, der Egoist. Der Egoist von Falco. Genau.
Vielleicht werden wir das so als Untermalung irgendwann einspielen auf der DVD, wenn wir die GEMA-Gebühren bezahlen. Ich muss etwas Also ist dieselbe nochmal der Flash gekommen, dass wir das ja gar nicht dürfen, aber vielleicht. Ja, vielleicht einen kleinen Ausschnitt, ja, wo die GEMA-Gebühren nicht ganz so groß sind. Ja, also CCC, diese 60 Tage, und das muss ja auch ein Wahnsinn gewesen sein. Du bist ist man da auch jeden Tag im Ring? Jeden Tag im Ring? Jeden Tag trainieren, du musst dich jeden Tag vorbereiten. Wie ist das Training eigentlich bei der CWA? Wie war das Training in Europa generell? Gab es auch so eine Art Powerplant? Nein, da gab es no such gibt's thing, baby. No such thing. Da ging man in den Ring am Nachmittag ein bisschen aufwärmen. Du kommst eigentlich von selber in Schuss, wenn du jeden Abend ringen musst. Und jeden Abend gegen einen anderen. Da musst du auch andere Techniken anwenden, andere Moves. Und da kommst du spätestens nach dem ersten Monat, sofern du verletzungsfrei geblieben bist und so Gott es wollte, bist du eben in Shape gewesen. Erst jeden Abend trainierst du da. Also 60 Tage, 60 Gegner, kann man sagen. 60 genauso, ja, eben. Und wie hat sich dieses Turnier finanzieren können? Diese 60 Tage muss man jeder Gagen zahlen, ja, der Wrestler. Das war der Herr Vogelsammer. Der hat das bezahlt. Der hat das Turnier gestützt und bezahlt. Ja. Schade, dass die da so ein bisschen ihn auch abgezockt haben. Ich weiß da nicht, was ganz passiert ist, aber sie haben, wie so oft im Wrestling-Business, ist sehr viel Geld in die Hose gegangen. Haben die in germanischen Lettern ausgedrückt, in den Sand gesetzt. Und da hat er natürlich keine Lust mehr gehabt, das 100-Tages-Turnier zu machen. Aber wir waren promotionmäßig und vom Status her, vom Level her, konnte ich mit dem seriösen Wrestling aus Japan dem Ganzen noch einen extra Kick versetzen. Mhm. Und das wäre ganz gut gegangen. Wer war damals bei dem 60-Tages-Turnier dein Gegner, dein Finalgegner? Da gab es ja sicher auch ein Finale. Mein Finalgegner war der Big Tiger Steel. Big Tiger Steel? Ja, der ist in den 60 Tagen ganz gut in Schuss gekommen, der Typ. Aber ich habe ihn bei weitem nicht unterschätzt, aber war ein hartes Stück Arbeit. Big Tiger Steel, der ja mittlerweile auch öfters in Deutschland zu sehen war. Ja. Er ist ein unglaublicher Riese, dieser Big Tiger. Er erinnert auch ein bisschen an den Kevin Nash, weil wir vorher bei dem Vergleich waren, Kevin Nash, ja. Victor Krüger. Ich glaube, er ist noch ein bisschen größer als der Kevin. Noch größer, der Big Tiger. Wen gab es da noch so von den Amis? Der ist gut zu würgen. Endlich mal einen größeren, den man würgen kann. wen gab es noch von den Amis damals beim CCT 60 Tage Turnier, die heute schon was erreicht haben? Amis, Mensch, da fragst du mich zu schnell. Oder ich nehme an, dass wahrscheinlich Brookside und so Leute dabei waren. Brookside war dabei, es war Ulf Herrmann. Tony St. Clair war bei Ulf Herrmann, war kurzfristig dabei. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, das ist seine Heimatstadt. Na gut. Becky Eckstein. Becky Eckstein war nicht dabei. Ein gewisser Herr Steinblock war dabei. David Morgan leider war nicht dabei. Franzl Schumann war nicht dabei. Es war ein Drew McDonald war dabei. God bless him. Und wirklich sehr bekannte Namen, die mir jetzt dann doch wieder einfallen in the heat of the moment. Ich bleibe jetzt trotzdem bei dem Thema Gagen. Es gibt immer wieder Probleme mit Leuten, die sagen, sie wollen das haben, der Promoter kann sie nicht bezahlen. Gerade heute in Europa mit den kleinen Promotern, die einfach nur ein limitiertes Budget haben. Wie kann zum Beispiel ein 60-Tages-Turnier, was kriegt da so ein Wrestler ab pro Tag? Das würde mich jetzt interessieren. Das ist unterschiedlich. Das muss verhandelt werden, ist Verhandlungssache. Und ich kann da auch nichts dazu sagen. Über meine eigene Gage will ich nicht sagen. Möchtest du nichts? Möchte ich nicht sagen. Sonst würden sich andere Wrestler zum Beispiel wahrscheinlich hernehmen und sagen, was? Das. Der hat da mehr bekommen. Nicht so richtig, aber darüber spricht Geld, man eigentlich so Geldsachen. Nicht. Aber darüber spricht man eigentlich nicht. Aber man muss wirklich dazu sagen, es ist nicht dieses Superstar-Konto, was man hat. Also, auch wenn man arbeitet wie ein Superstar, es ist leider das Zusammenkommen zwischen Wirtschaft und der Markt der Fans. Dieses Zusammenkommen, da geht immer irgendwo ein Geld verloren dazwischen und das ist schade so. Das ist schade so, denn ich denke mal, dass das kommt daher, dass es nicht eine Promotion gibt, die einen festen Sitz hat und die feste Regeln hat und wo man sagen kann, okay, da kann man auch einmal auf Wort etwas machen und so zusammenkommen. Und deswegen schaut man eher, dass man die Kohle zuerst bekommt. Und das ist auch nicht förderlich für das Geschäft. Und es geht dann auch wieder zu, was so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es zurück.
Wie bist du schon irgendwann mal abgezockt worden von Promotern, die dir das nicht gesagt haben? Wer als Wrestler ist dann auch nicht abgezockt worden? Und gab's da Heat dann, wo du dann ein bisschen auf den Schlips gestiegen bist und gesagt hast, hey Mann, das ja, hören wir doch oft. Natürlich wird man heiß wie Zunder zuerst und man denkt sich, was ist da los, man hat harte Arbeit geleistet, man hat seinen Körper hergegeben. Ich sage mal so, mein Leitspruch als Victor Krüger ist so geworden, ich versuche meine Arbeit so gut wie möglich zu machen, to the best of my ability, den Fans das zu geben, was der Victor Krüger darstellt und was er wirklich ist, nämlich hundertprozentig, reine Qualität. Ich versuche niemanden auf den Zehen zu steigen und wenn mir jemand auf den Zehen steigt, dann packe ich ihn an und mit einem Lächeln auf dem Gesicht trage ich ihn von meinen Füßen herunter und setze ihn zur Seite. Und verfolge meine Linie genau wie vorher und gehe einfach weiter. Heat mit Leuten in der CWA? Ja, gibt es immer wieder. Man muss sich vorstellen, es sind ja da 10 bis 20 Leute Backstage und die muss man ja auch irgendwie als Booker, Promoter die ganzen unter Dach und Fach bringen, zähmen, sage ich mal unter Anführungszeichen.
Gab es da irgendwelche Zwischenfälle, wo du sagst, hey, ja, mit dem hatte ich Probleme? Ganz definitiv kann ich mich an einen Zwischenfall erinnern. Da haben wir einen Tag-Match gehabt. Da ging einiges schief in den Hirnen von Mr. Fit Finlay und wie heißt der Texas Bub, der Cooper, wie ist der... Texas Scott? Nein, der John Bradshaw. Bradshaw. Mit seinem Cowboy damals noch ein bisschen nicht so in Shape. Und er hat gedacht, Texas beginnt in Wien. Naja, und dann hat er ein bisschen over the top gemacht und dann ging es immer ein bisschen härter zu, hin und her, her und hin. Ich habe ihn zuschlagen lassen und habe ihm gleichzeitig im Ring zugerufen, aber das war es auf Ernst. Hey, my mother hits harder than you. What the f*** are you doing? Come on, hit me. Und er hat ihm mit seinen damals noch ein bisschen dünneren Spachtelarmen da versucht, mir weh zu tun. Es hat ihn irrsinnig genervt, dass er mir nicht wehtun konnte. Und da ging es dann ziemlich heiß zur Sache im Lockerroom. Ja, und dann wollte er herkommen, wollte mir eine Lektion erteilen in Sachen Promotion. Aber ich habe gesagt, wenn du kommen willst, dann komm her. Und das ist immer schon der Leitspruch von Victor Krüger gewesen. Wenn du ein Problem mit mir hast, dann fucking komm. Hat sich da der Otto irgendwie eingemischt damals bei solchen Sachen? Nein, der Otto mischt sich bei solchen Sachen niemals ein. Außer sein Star kriegt einen kleinen Knicks. Aha. Dann mischt er sich schon. Ja. Auch Backstage? Ja, ich habe dem Chris Dave mal meine Meinung gesagt. Ich habe ihn mal in die Ecke schieben müssen und auf seinen Platz verweisen müssen. Als der Möchtegern Austrian Boy hat er geglaubt, steht über mir. Ja, wir stehen alle auf der gleichen Stufe. Und nein, Grizzly, du bist kein Österreicher. Du bist zwar immer gerne gesehen in Österreich und kannst dann immer gerne kommen, wenn du dich benehmen kannst. Der Chris war also der Bad Boy am Heumarkt, kann man sagen, oder? Ja, zwischendurch schon. Ich glaube, er hat sich auch in der Zwischenzeit gebessert. Ich komme mit Grizzly auch ganz gut klar. Das sind so Reibereien, die man halt, die lassen sich nicht vermeiden. Man sieht sich at work, man sieht sich auf dem Arbeitsplatz jeden Tag. Ja. Und es geht nicht, it's not all roses, es ist nicht immer alles super Highlight. Ja? Ja. Es ist echt ein hart erkämpftes Geld. Und manchmal kommen eben Missverständnisse zustande. Mhm. Die muss man dann eben selbst klären. Ja, diese CCC-Zeit, da gab es dann eine Talkshow, wir spielen das natürlich dann auch ein. Du warst dazu Gast mit dem Eddie Steinblock. Anbetracht auf dieses geplante 100-Tage-Turnier in Hannover oder Bremen war das? Ja. Hannover, glaube ich. Angepeilt war als Highlight dieser 100-Tage von Hannover, das ist 100 Tage, längste Turnier in Hannover, mit dem Main Event als Eddie Steinberg und mir im Hauptkampf um die Europameisterschaft. Ja. Wegen der Europameisterschaft, wegen dem Gürtel, hat es mich nicht gereizt, die Bachelorgürtel. Ich hab mehrere Gürtel zu Hause, die mir die Hose hochhalten haben. Das werde ich, brauche ich keinen Gürtel und schon gar keinen, schon jemand anders länger gehalten hat. Nein, es geht mir eigentlich mehr um den Wettkampf und um die Competition im Ring. Und das war ziemlich heiß. Ich habe da auch das Ganze ein bisschen mehr angeheizt, ein bisschen mehr Zunder gegeben. Und das war auch alles ehrlich gemeint, was da in dieser Show gestanden und gesagt wurde. Und hatten mir einen größten Security Guard zur Seite gestellt, hinter der Bühne, nachdem wir in der Vorbesprechung zum folgenden Ausspruch gekommen sind: Was, einen Showkampf wollt ihr? Showkämpfe mache ich nicht. Ja. Mit diesem Satz habe ich die Vorbesprechung verlassen. Und da mussten die Veranstalter über die Veranstalter nur so, Catch-a-Wrestler, das geht ja alles so ab. Nein, das geht nicht so ab. Und vor allem nicht mit dem Victor Krüger. Und genau das war's. Und das hat dem Ganzen eben die richtige Wurzel gegeben. Wir haben die ganze Show eigentlich als ein Wrestling-Promotion. Also habt ihr die Show gehypt, die leider dann nicht zustande gekommen ist? So gehypt ist leider nicht zustande gekommen, wer weiß. Sag niemals nie. Große Meister in der hohen Kunst des Wrestlings. Nur bei der heißen Diskussion, wer der wahre Meister ist, wird die Situation etwas brenzlig. Warum habt ihr euch jetzt auseinandergesetzt? Das hat so ein bisschen persönliche Gründe. Was sind das für Gründe? Ja, der Victor glaubt, er ist der Beste, aber es kann nicht sein. Es gibt nur einen, der Beste ist, und das bin ich, denn ich bin Europameister und ich bin Titelträger. Victor, ist er der Beste? Van Apoli.
Wir können das jetzt natürlich groß und breit diskutieren, aber wir werden das im Ring herausfinden. Übrigens, ich möchte den Termin jetzt haben. Mir ist das scheißegal. Herr Victor, zeigt immer auf Sie, weil Sie haben eine sehr entscheidende Rolle, nicht wahr? Ja, ich bin der Geschäftsführer vom Verband der Berufsringer. Was ist mit dem Termin? Es sieht so aus, dass dieser Termin ganz sicher in diesem Jahr stattfinden wird. Wir peilen dabei natürlich das größte und längste Turnier der Welt an. Moment, Moment, Moment. Ich habe das Vorjahresturnier, das längste Catch-Turnier der Welt, habe ich im Vorjahr gewonnen. Der Catch Grand Prix 1991. Den habe ich gewonnen. Ich habe alle 60 Tage durchgestanden. Ich habe das alles gewonnen, obwohl ich vorher zweimaliger Weltmeister im Tag-Team-Shootfight nach der Wette und Battle Arts war. Und obwohl ich vorher in Europa und Amerika sehr, sehr erfolgreich gekämpft habe, habe ich mich wieder hinten anstellen müssen, nur um da jetzt zu hören, dass ich, dass ich keinen Termin bekomme. Sie bekommen den Termin, Herr Krüger. Ich will ihn das jetzt ganz klar haben. Ich habe zum Victor schon gesagt, jederzeit, wann immer er will, wo er will, mir ist das scheißegal, wir brauchen nicht so lange warten. Aber... Was hast du zu mir gesagt? Ich habe in Berlin zu dir gesagt, jederzeit, wann immer und wo du willst. So einfach ist das. Mein Ring ist hier, mein Freund. Mein Ring ist hier. Das ist mir scheißegal, wirklich, ehrlich mal. Ja, gern mal. Er ist gut geschützt. Ich würde vorschlagen. Sehr gut, Herr Verband. Victor. Victor, warte einen Augenblick. Also. Alles okay. Klar. Ja. Gut. Gab es dann noch in Deutschland? Gab es dann ja. Noch ein paar andere Sachen, aber da werden wir darauf später noch zu sprechen kommen, denn ich habe hier noch ein paar so 0815 Fragen, wie zum Beispiel das Wrestling an sich. Fragen viele, die das zum ersten Mal sehen, ist das Show, ist das Fake? Was ist, wenn so ein kleiner Junge auf dich zukommt und sagt, hey du, das ist ja, das schaut ja sehr hart aus, ist das wirklich echt? Also gibt es ja nicht dieses Kayfabe, wo man sagt, hey, das ist noch ein Geheimnis? Es ist ein offenes Geheimnis. Es ist Sports Entertainment. Aus dem Amerikanischen kommend wurde der Ringsport eben in so eine Lage gebracht, dass es wirklich den Zuschauer einnimmt. Die Zuschauer sind Teil von dieser riesen Show. Es ist eine einzige Show, aber es ist Sports Entertainment. Es ist Show, aber es ist Sport. Das heißt, wenn man sagt, hier braucht man nicht so viel tun, dann macht man nur so tun es auch ein bisschen, aber Regenstiefel da anziehen und ein großes S drauf machen, ein Cape drumherum und rauskommen, vergiss es. Kids, don't try this at home. This is hard, hard work. Und das Erste, was du lernst, ist zuerst einmal, dir nichts weh zu tun. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit im Regen. Denn es passieren immer wieder Dinge, die aus der Improvisation kommen und die nicht abgesprochen sind und darauf läuft es ja hinaus. Absprache ist eigentlich das unwichtigste Ding im Wrestling. Was das Wichtigste ist, ist die Ausstrahlung, der du bist, den du verkörperst im Ring. Und was du mit zwei solchen ganz stark unterschiedlichen Charakteren zustande bringst. Sei es jetzt gut und böse, sei es böse, böse. Es ist einfach nur die Frage, did you like it? Hat es dir gefallen? Dann komm beim nächsten Mal wieder und schau wieder zu. Weil beim nächsten Mal wird es wieder alles ganz anders. Und es wird wieder ein Kampf bis aufs Letzte. Jedenfalls, wenn der Victor Krüger dabei ist. Kannst du dir vorstellen, dass es in Österreich eine Promotion schaffen könnte, kontinuierlich, weekly Wrestling zu bringen und das mit TV? Also quasi eine Modern-Day-Wanz-Ära? Eine Modern-Day-Wanz-Ära kann ich mir nicht vorstellen. Also Wanz ist definitiv vorbei. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass das Wrestling in Verbindung mit TV in einer besseren Form, in einer moderneren Form kommt. Eine Promotion, die braucht natürlich einen starken, starken Eckstein. Das ist ein schlechtes Wortspiel. Stark und Eckstein geht eigentlich nicht. Im selben Satz. Ja, ist wurscht. Es braucht eine starke Basis, um... Also ein Kern von guten Leuten auf jeden Fall, die das Ganze vorantreiben. Das habe ich herausgefunden in den langen Jahren.
Das verflixt noch einmal, warum können die Österreicher nicht zusammenhalten? Ja. Ich habe es so oft versucht auch und irgendwie können zwei Österreicher nicht zusammenarbeiten. An einem Strand. Ja, ich glaube, ist das Wrestling nicht, passiert das nicht an einem Ego? Das heißt, jetzt einmal, der Wanz hat das vorangetrieben und das war gut so, die Leute haben es gemacht. Kompromisse, hast du gesagt, hat der Wanz nicht unbedingt machen wollen. Nein. Ist es vielleicht noch nicht besser? Dass einer das Ruder an die Hand, an seine Arme reißt und sagt, ich mache jetzt was, nur ihr müsst euch ein bisschen unterordnen, aber ihr kriegt euch eure Run, sage ich mal, aber das ist halt im Moment nicht möglich in Österreich, weil jeder glaubt, er kann selber was machen. Genau, und jeder hat den Drang zur Selbstdarstellung. Ich weiß, worauf du hinaus zielst. Ja, ich kann mir vorstellen, das Ruder in die Hand zu nehmen. Und ja, ich wäre auch der Mann dafür. Frage ist nur, ist es die Zeit dafür? Der Markt ist da, der Wille auch. Und wo bekanntlich der Wille ist, ist auch ein Weg. Hey, let's wait and see. Wir haben das Wrestling ist nicht vorbei in Österreich, bei weitem nicht. Wie gesagt, der Markt ist da. Wir werden versuchen, die Leute wieder. Das heißt, der Viktor Krüger ist dabei, etwas einmal wieder aufzustellen. Der Viktor Krüger ist immer dabei, etwas aufzustellen, ob es jetzt dort ist oder da. Und der Viktor Krüger wird immer engagiert sein in diesem Beruf und in diesem Sport. Wann es in Österreich der Fall sein wird, kann es nicht sein. Ich weiß nur, es ist nicht alles. Derweilen tummeln sich ja andere Promoter in Österreich. Da gehen wir auch ganz stichwortartig auf ein paar Promotions, wo du auch aufgetreten bist und auch in Verbindung gebracht worden bist. Die, sag ich mal, Liga, die abseits der CWA auf so Volksfesten veranstaltete, WWA, unter der Leitung von Freddy Barnett, da wurdest du auch. Wie kam es dazu, dass du bei denen da Auftritte hattest? Das war ja eigentlich relativ spät. So wie das Leben spielt. Ein Zufall, wir kommen zusammen, werden Freunde. Ja, und der Freddy Barney hatte damals wirklich eine sehr gute Truppe auch zusammen. Die hatten ja einen eigenen Fankreis schon, du weißt es selber noch. Ja. Ja. Und da hat es einfach gepasst. Ja. Das heißt, da kommt ein Viktor Krüger auch aus Japan und macht mit bei der WWA, weil er sich einfach wohlfühlt und weil es einfach hineinpasst. Freddy Barney, unheimlich leiberner Typ. Ja, also falls du das irgendwann mal siehst, hallo Barney, schöne Grüße und an alle. Von damals noch, ja, also echt stark. Sehr familiär und gemütlich, kann man sagen, die Stimmung dort. Voll gemütlich und das tut der ganzen Qualität der Show eigentlich nichts an. Das war immer eine gute Geschichte. Dann gab es die PWU, das Thema spreche ich auch an. Ja, Willi Reichel. Hoffnungsschimmer Willi Reichel, der damals ja von Nowhere kam und plötzlich glaubt, er konnte. Und wieder ins Nowhere gegangen ist, richtig. Schade, dass es ein Willi Reichel war, denn. Wir hatten nicht nur Pläne geschmiedet, sondern aktiv vor, diese Promotion richtig abheben zu lassen. Mit mir als Geschäftsführer und unter meiner sportlichen Leitung nicht nur, sondern auch der organisatorischen. Er hatte damals sehr wenig Ahnung vom Wrestling-Geschäft und war mehr als bereit, einer Promotion, die in Österreich abkommt. Mensch, das ist in Österreich. Das ist mein Traum. Ja, dass das mal abhebt und dass wirklich Leute wieder kommen und dass man das machen kann. Der Willi Reichel hat damals eine sehr gute Idee gehabt. Leider war es nur eine Idee. Wie man aus seiner Vorgeschichte kennt, ist er nicht der seriöseste Geschäftsmann gewesen. Das habe ich dann spätestens nach dem fünften 5-Stunden-Meeting, das wir gehalten haben in Wien, habe ich das dann herausgefunden und dann den Mut drauf gehabt. Ja, was soll's. Hinter anderem muss man sagen. Der Traum ist ausgetragen. Es geht nicht so, wie er das wollte. Also er hat zwei Shows gemacht. Ich wurde dort sogar als Ringsprecher verpflichtet. Ich habe ihn kennengelernt, aber im Endeffekt ging die Rechnung nicht auf. Ganz im Gegenteil, ihm wurde eine Rechnung ins Haus gestellt. Er wanderte dann... Die auch wieder nicht bezahlt haben. Das heißt, kontinuierlich im Moment nicht möglich in Österreich. So, außer man hat wirklich immens viel Kohle, die man reinpulvert und sagt... Man braucht einen guten Sponsor. Wer braucht das nicht in den Geschäften? Und dann braucht man gute Leute vor Ort, sowie Leute, die man einladen kann, zu akzeptablen Preisen. Man kann jetzt keinen Superstar einladen aus dem Fernsehen, aus dem Wrestling-Fernsehen.
Stufen da. Das ist die Glücksfliege. Das ist die Glücksstufenfliege. die muss da bleiben. Superfly. Und man braucht jetzt einfach noch die Medien dahinter und man braucht vor allem den Local Hero, den man auch pushen kann. Und da wollen sehr viele eben keinen anderen pushen als sich selbst. Ja. Und das ist das Problem. Da gehe ich gleich zur EWA. Nachdem wir zur PWU gekommen sind, die EWA ist ja ein Ding zwischen, ich sage mal, mit Chris Rubber, der Bambi-Killer, und Michael Kovac. Ja. Wobei aber da eher schon der Chris Rubber derjenige ist, der sich selber hier präsentiert. Da sieht man auch, dieses Feedback kriegt man auch oft über diverse Foren, die Fans, die da schreiben. Das, diese EWA-Website ist eine reine Präsentationsseite von Chris, der Bambi-Killer. Er hat hart gearbeitet. Die Präsentation ist gut, finde ich. Wie siehst du die Zukunft? Er ist sehr jung, war kurz in Amerika, mittlerweile aber nur mehr in Europa, sage ich mal, unterwegs. Ja, der Christa Bambi-Killer, ich habe ihn ein paar Mal gesprochen und so. Ich finde, er ist ein upcoming Typ. Er hat noch viel zu lernen, aber er hat eine große Zukunft vor sich, wenn er es richtig macht. Das ist aber zu dem Zeitpunkt an der Stelle des Lebens eigentlich bei jedem hart Arbeitenden der Fall. Es ist eben, es bleibt zu sehen, was wird, wie das Leben so spielt und wie er sich selbst verhält. Er hat natürlich alle Chancen, was Großes aus sich zu machen. Warst du schon einmal im Gespräch mit EWA, dass du dabei wärst? Sie haben jetzt schon ein paar Shows gemacht. Nicht der. Hast du? Nein. Das wundert mich nicht, weil er ist Grazer, da könnte man sich einen großen steirischen Fight wieder aufziehen. In Chris the Bambi-Killer wäre das vielleicht was? Na, selbstverständlich. Ja. Erst seit meiner Schulzeit habe ich sowieso das Gefühl, dass die Leute sehr wenig mit mir zusammenarbeiten wollen. Verstehe ich nicht warum. Denn wenn er ein Wrestler ist, dann ist er ein Wrestler. Dann kannst du auch ringen. Was ist los mit euch gerade? Vielleicht haben sie Angst, weil du zu groß bist einfach. Ich weiß es nicht, ist es Angst, ist es Eifersucht, ist es sonst irgendein Grund. Auf alle Fälle kommt das nicht zustande und das finde ich schade. Was soll's? Ich suche mir meine Arbeit anderswo. Wir fliegen von Europa nach Japan und zugleich zu der Zeit, wo ein anderer Stil anstand. Du hast dann Strong Style und auch in, ich würde sagen, diese Martial Arts ein bisschen Richtung. Das ist ein Altkampf. Wie kam es dazu, dass du vom Wrestling jetzt überhaupt ein bisschen einen anderen Stil dir zulegst? Und kam das vor Japan oder kam das in der Zeit von Japan? Ja, das war eigentlich gerade zur Zeit, wie Japan aktuell wurde. Ja, also wie gesagt, mir waren zwar unzufrieden, habe ich mich woanders beworben und auf einmal meldet sich Battle Arts und präsentiert sich als eine sehr, sehr korrekte und eine sehr, sehr professionelle, zwar etwas kleinere Liga, aber eine Liga, die wirklich was dahinter hat. Und die hatte wirklich dann was dahinter. Kurz und gut, die haben mich eingeladen. Und sie haben es sehr schlau gemacht, sie haben sich zuerst auf ein Professional Wrestling Match eingeladen. Ich kann mich nicht ganz genau erinnern, das war das zweite Match, das ich gehabt habe. Das erste Match war ein Tag Team, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, welche da dabei waren. Aber das zweite Team war gegen Shuichi Funaki und wir hatten das in einer fast ausverkauften Korakuen Hall in der Pulthalle. So circa 2000. Genau, so eng machen.
komme da schon ins Stottern, wenn ich da zurückdenke an die gute Zeit. Und Schürtchen von Hagen, ein einmaliger Typ, ein einmaliger Worker. Und sie waren sehr zufrieden mit dem Match. Das war over wie Butter. Ja, und hier ist der Main Event unseres heutigen Kampfabends. Und da steht niemand anderes als unser Special Guest, Viktor Krüger. Ja, man, liebe Zuschauer, man kann jetzt schon sehen, dass der Körperunterschied gewaltig ist. Wegen der Größe wollen wir gar nicht mal ins Detail gehen. Aber ich wiege in diesem Kampf zu diesem Zeitpunkt 48 Kilogramm mehr als Shoichi Funaki. Also er gibt eine Menge Körpergewicht auf, was im Shootfight im Speziellen auch verhängnisvoll sein kann. Dieser Fight hier ist ein bisschen, also nicht auf American Style getrimmt, aber es ist kein reiner Shootfight, wie man gleich sehen werden. Eben durch diese Größenunterschiede und diese Kampfgewichtunterschiede müssen auch diese beiden Fighter, mich eingeschlossen, ein bisschen provozieren. Ja, und hier sieht man gleich, dass auch Funaki einen Viktor Krüger am Anfang doch etwas überrumpeln kann. Und hier sieht man schon wieder, ich war zwar gespannt, wie sie sich bei Battle Arts machen, aber dass sie gleich aus dem Ring fliegen, hätte ich nur noch nicht gedacht. Naja, mein lieber Herr Steve, das ist mir nicht klar, dass diese Attacken rüberkommen. Tatsache ist, dass man als europäischer oder amerikanischer Fighter über japanischen Ligen überhaupt nichts wissen. Wir wissen das eigentlich, und ich habe da mehr oder weniger einen kalten Sprung ins Wasser gewagt. Auf einer ausverkauften Halle hier kann man sich schon ganz stark blamieren, was ich ja nicht gemacht habe, was wir gleich sehen werden. Lieber Herr Steve. Ja, Viktor, Sie versuchen da auch so ein bisschen mehr dem europäischen Style anzutun. Das heißt eben mit dem Double Axe Handle Blow gleich zum Anfang, mit dem Versuch, ihn gleich zum Anfang halt erstmal vernichtend eine Konditionsschwäche beizubringen, dass er leider ins Leere gegangen ist. Naja gut, so ganz ins Leere würde ich nicht sagen. Jedes bisschen ankratzen, jedes bisschen annagen an des Gegners Kondition hilft mir natürlich später weiter. Ja, hier ist der Versuch, in einen Boston Crab überzugehen, so sieht es zumindest aus. Ja, doch bevor noch sehr viel passiert, noch eine Frage vorweg an Sie, Viktor Krüger. War das jetzt Ihr allererster Kampf bei Battle Arts in Japan oder hatten Sie davor schon irgendwelche Erfahrungen? Nee, also Erfahrung habe ich selbstverständlich gehabt, Erfahrung purst nur, aber mit Battle Arts war das mein absolut erster Kampf. Und wie gesagt, ich habe dann nicht gewusst, was auf mich zukommt. Okay, das entschuldigt vielleicht das eine oder andere. Entschuldigt, wie meinen Sie das jetzt, Herr Steve? Ich muss mal sagen, dass Funaki hier einen sehr guten Griff angesetzt hat. Und man sieht doch, dass auch Sie trotz Ihrer Körpergröße und Kraft doch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ja, allerdings, Steve, normalerweise wäre der Kampf jetzt beendet gewesen. Es war wieder ein Straight-Arm, lieber wieder ein Aufgabegriff. Da konnte nur ein weitaus größerer und stärkerer Mann rauskommen. Und das ist noch ein weiterer Aufgabegriff hier, ja, nämlich ein Straight Armbar, den Shuichi Funaki angesetzt hat. Ja, Gott sei Dank konnte ich das ja schaffen. Im Wrestling ist dieser Griff auch unter anderem als Fujiwara Armbar bekannt. Vielleicht ist dieser Begriff den hannoverschen Fans doch etwas mehr geläufig. Aber wie man sieht, konnten sie sich doch einigermaßen befreien. Und ja, was setzen Sie jetzt an? Ja, wie gesagt, nach diesem Kampfteil hier habe ich mich ein bisschen erfangen. Jetzt habe ich mich schon richtig eingestellt. Ah. Und jetzt spiele ich natürlich meine Größe und mein Kampfgewicht aus. Und jetzt möchte ich dem Kleinen ein bisschen zusetzen. Genug der Bravtuerei, jetzt wird's ernst. Jetzt hat er mich schon ein bisschen auch verärgert. Ja, da hat er jetzt allerdings sich ein bisschen angepasst, muss ich sagen. Der gute Herr Krüger, das war nämlich ein seitlich angesetztes Single Leg Boston, das ist ja nun wieder nicht so korrekt, wie die sagen würden, ein Berufsringkampf durchgeführter Move, sondern eher ein bisschen improvisierter, wie es da üblich ist. Na gut, das ist ganz klar, man muss auch auf der Seite ein bisschen Zug drauf bringen und aus jeder Position improvisieren können. Hier haben wir den ersten Würgegriff, den ich überhaupt in meinem ganzen Leben erfahren habe. Sowas habe ich auch in Europa noch nicht erlebt. Und manche Fans sagen sich ja natürlich nicht, wenn sie wissen, was da gespielt wird. Und hier konnte ich mich auch noch ein bisschen befreien. Ja, man hat aber auch gesehen, dass Funaki fast schon wie eine Bulldogge an ihm dran liegt, aber jetzt den Splash genommen hat. Und er liegt doch schon etwas benommen auf dem Fußboden. Tja, ein Splash von Viktor Krüger einzustecken, Steve, ist wohl auch nicht gerade Zuckerschlecken, würde ich sagen. Bei dem Gewicht.
Ja, hier hatte ich eigentlich schon, ich muss ganz ehrlich sagen, meine ehrlichen Gedanken waren hier. So, jetzt mache ich das Finish und wenn es noch einmal ein Splash ist, das ist ganz egal, Hauptsache ich gewinne hier in der Golden Hall. Oh, ein sehr guter Dropkick von Funaki. Vom obersten Seil muss man noch dazu sagen. Und hier gebe ich nicht auf. Wie gesagt, dieser Kampf ist eher ein bisschen auf American Style gedreht. Ja, aber trotzdem nicht, desto trotz weniger uninteressant für die Zuschauer. Vielleicht auch ein bisschen attraktiver, allein dadurch, dass sie halt Aktionen sehen, die sie kennen, auch vom amerikanischen und europäischen Wrestling catchen. Also hier hat er auch noch ein bisschen tiefer in die Trickkiste gefasst und ich konnte mich hier gerade noch mit einer Clothesline retten. Und die Clothesline hat gesessen, wie man sieht. Victor, ich muss ehrlich sagen, Sie schlagen eine gar mächtige Clothesline. Ja, der kleine Mann hat wirklich überdreht. Voll. Oh. Und das ist die sogenannte Victor Bomb. Eine Victor-Bomb, das muss meistens zugeben. Victor-Bomb, muss man sagen. Victor-Bomb, eine vernichtende Victor-Bomb. Ja, und Funaki wird angezählt und scheint sehr, sehr angeschlagen zu sein nach dieser Victor-Bomb. Und das war's auch. Und ja, sie haben gewonnen. Okay. Meine Herren. Ja, ich muss sagen, es war ein Erlebnis. Und ja, dann war es dann schon so, dass sie mich eingebaut haben bei der nächsten Tour. Mir zusammen mit meinem Team Extreme Partner Karl Greco, aka Karl Malenko. Also ist ja einer von den Malenko-Brüdern, wenn auch nur ein Stief. Aber der Typ kann alles, alle Griffe vom Scheitel bis zur Sohle. Also von ihm habe ich auch sehr viel gelernt. Auf diesem Wege, thank you, brother. Ich weiß nicht, ob du die Frage überhaupt mal sehen wirst. Aber er hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und wir sind eigentlich vom Ring in die Traufe gekommen. Sie haben uns ins kalte Wasser geschmissen. Ja, ihr zwei seid zusammen. Du, Victor, bitte, please, mach mit. Ja, habe ich gesagt, ja, also, okay, mach mit. Probieren wir halt den Strong Steel, wo es dann mehr zur Sache geht am Boden. Und auch Dritte und Punches erlaubt sind. Open Hand Strike zwar nur, aber naja, das sieht man dann auf den späteren DVDs, dass das ein bisschen toleriert wurde, wenn das auch ein bisschen härter gegangen ist. Mit geschlossenen Faustschlägen und so hier und da. Aber die haben uns dann einfach so zusammengeschmissen. Denkt euch einen Namen aus sozusagen, 2 Stunden vor der Show. Und macht jetzt mit in dem Turnier. Und der Karl und ich, wir sind da eingeschlagen wie ein Bomb. Das war gegen Team Taco, war das. Daisuke Ikeda und Takeshi Ono, 2 ausgesprochen gute Athleten auch. Und wir haben sie da fast geschockt. Denn wir haben die Jungs, wir haben ein hartes Match geliefert. Die haben es uns gegeben, wir haben es denen gegeben. Wir sind dann zum Schluss als der Sieger rausgekommen, als der New Gaijin Force, ne? Die Ausländer, die auf einmal da durchfahren. Team Extreme, Extreme Power, ja. Das war der Victor Krüger, und Extreme Technik, das war der Karl Greco. Und so haben wir Team Extreme, Team X. Das heißt, wir hatten einen guten Run. Wir hatten das erste Turnier hatten wir eigentlich fast im Durchrun, hatten wir das genau gemacht. Ja? Und sie sind dann angestanden für das zweite Turnier, das hatten wir auch. Wie bei knöchelhohen Schuhen zum Beispiel. Man muss aber dazu sagen, dass sie ein bisschen an Schnelligkeit natürlich auch einbüßen. Deswegen habe ich natürlich zu den regulären Amateur-Wrestling-Boots gewechselt, um auch solche Sachen wie eingesprungene Kicks anbringen zu können. Ja, Karl Greco kämpft ja ganz ohne Schuhe. Wieder das gleiche Problem war, der Takashi Ono einfach flink, aber hier haben sie ihn gestellt. Und so wie es aussieht, setzen jetzt zur zerstörerischen Victor-Bomb an. Ja. Und da war sie. Tja, und das dürfte dann wohl auch gewesen sein, so wie ich das sehe. Ja, die Victor-Bomb. Ono scheint fast out gewesen zu sein. Und ob das noch hochschafft, ich bezweifle es. Das war's. Das war's. Erfolgreiches Debüt von Team Extreme. In 13 Minuten und 25 Sekunden wurden Team Taco besiegt. Ganz überraschenderweise. Very strong fight. We like challenge. We like pain. We like giving pain. Team X, baby. Team X. Sagen wir, er war nicht nur flink, er war extrem flink, nicht Team Extreme. Und jetzt haben wir einen kleinen Wechsel hier von den japanischen Kollegen bekommen. Ein kleiner Schnitt. Und hier sieht man schon die körperliche Überlegenheit, die ich in den Ring mitbringe. Und ein Taka Michinoku lässt sich davon absolut nicht abschrecken. Der kleine Mann. Unter Anführungszeichen klein. Der kleine große Mann geht zur Arbeit an mir. Tja, aber da hat er eben doch ganz schön geschnauft, wie in der Großaufnahme zu sehen war.
Ja, aber hier hat er eben, ich weiß nicht, vielleicht einen anderzweifelnden Suplex versucht. Das ist natürlich mit einem Menschen wie Viktor Krüger nicht möglich. Aber er versucht sich mit Sicherheit schon wieder was Neues auszudenken. Denn wie heißt es so schön, er hat keine Angst vor großen Tieren. Tja, keine Angst vor großen Tieren, ist ja schon einmal. Hier kommt er. The Upside Down Muay Thai Kick Tag Team X. Oh mein Gott. Ist erlaubt, ist erlaubt. Ich muss sagen, es sah wirklich zerstörerisch aus. Jetzt ist, oh, wieder ein guter Belly-to-Belly-Suplex. Ein brutal gezogener. Und ein Leg Drop hinterher, ich komme fast gar nicht dazu, was zu sagen. Ja, es ging um die Griffe, die immer wieder dieselben sind. Sie werden halt immer wieder angesetzt, da sie effektiv sind. Und wenn sie richtig angesetzt sind und der Gegner nicht ins Seil kommt, führen sie normalerweise zur Aufgabe. Deswegen sieht man so... Oh, ja, da muss er einen Kick nehmen. Und außerhalb des Rings auch Action, Action, Action. Die außerhalb des Ring Actions, das muss nochmal sein. Auf jede Frage gibt es eine Antwort, Mr. Hoshikawa, und hier kommt sie. Ja, da ist aber auch wieder mal das emotionale Gehen mit Ihnen durchgegangen, Viktor, wie man das so sehen konnte. Und hier erwischt mich genau auf dem Kinn und kriegt natürlich sofort eine Retourpost zugeschickt. Tja, mit dem ganzen Körpergewicht. Ja, so wie es aussieht. Haben wir schon den Ansatz auf die Viktor-Bomb? Im Ring die Viktor-Bomb voll auch durchgezogen. Wahnsinn. Man muss wieder mal aufzeigen, das ist nicht so einfach wie in American Style, wo man einfach eine Powerbomb, wie sie ja eigentlich unmodifiziert heißt, so geben kann, sage ich mal, geben, unter Anführungszeichen. Man muss seinen im Shootfight seinen Gegner wirklich so bearbeiten, dass man ihn hochziehen kann, zur Viktor-Bomb. Ein bisschen zu viel Emotion, ein bisschen zu viel Adrenalin, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, gerade richtig. Und hier kommt die Viktor-Bomb, jawohl! Darauf war ich doch aus. Oh mein Gott. Und Schläge hinterher. Man darf nicht vergessen, das ist das Semifinale. Es geht um, ja, die Wurst, die ganze Dicke sogar. Also, so wie ich das sehe, jetzt gerade in einer Aufnahme gut zu erkennen, da kocht das Adrenalin in den Adern, kann ich geradezu sagen. Er spürt keine Schmerzen mehr, der kennt keine Gnade und... Er kämpft und schlägt ein. Da kann auch ein Alexander Unska nichts gegen machen. Da bleibt der Viktor Krüger einfach dran und holt sich sogar noch den Alexander Unska jetzt in den Ring. Keine Gnade, kein Mitgefühl. Ja, und jetzt hier, was war das? Wieder eine Viktor-Bomb. Und da hast du sie. Du wolltest sie sehen, Alexander. Du wolltest sie spüren und da hast du sie. Das kann ich dazu nur sagen. Bis nach unten auf die Matte, knallhart durchgezogen. Den Gegner nicht einfach vorher losgelassen, wie es bei der Powerbomb üblich ist, sondern bis auf die Matte durchgezogen und abgelegt. Und da reißt der Viktor Krüger die Hand hoch. Power, Technique together, the Extreme Team. Tja, und hier sind wir jetzt tatsächlich im Finale. Und im Finale kämpft niemand anderes als Team Extreme gegen... Team Taco. Und wie man eben gehört hat, auch wenn man dem Japanisch nicht mächtig ist, es waren noch die letzten Worte vom großen Finale von diesen beiden Teams. Und in diesem Kampf geht es jetzt wirklich um die Krone, buchstäblich. Denn es geht darum, wer die ersten Battle Arts Tag Team Champs werden. Und die Zuschauer, das merkt die Zuschauer schon, es nimmt mich noch immer mit, auch hier zuzusetzen, hier zu sitzen und zuzusehen, obwohl ich schon eigentlich weiß, wie es ausgeht, aber es war so ein packendes Match. Ich muss sagen, es gefällt mir immer wieder, das anzugucken. Ja, allerdings ist es vor allen Dingen schon eine Überraschung, da, wie Sie Viktor ja vorhin gesagt hatten, dass auch das erste Mal war, dass sie über diesen Tag Team Battle angetreten sind, überhaupt. Und dann gleich so weit zu kommen, das ist schon eine Leistung, da kann man nur den Hut vor abnehmen. So weit zu kommen ist ganz gut und schön und ist wirklich eine schöne Leistung, da gebe ich Ihnen recht. Nur wenn man schon so weit kommt, dann muss man das Ganze durchziehen. Und Viktor Krüger und Karl Greco Team Extreme machen alles extrem bis zum 100%igen Ausgang. Das heißt, wir machen alles richtig und keine halben Sachen. Und hier kommt ein super Tag Team Move, den wir eigentlich schon gut eingespielt haben. Der Karl Greco macht einen Attack mit einem Rückgriff und hat das leider nicht durchziehen können, da sich Daske durch einen Escape gerettet hat. Aber wir haben gut zusetzen können und Karl Greco macht gleich weiter.
Ja, dann war der Ring zu klein, kann man fast schon sagen, sonst hätte es das Gewitter gewesen. Aber hier bleibt Kairo jetzt ganz dran, ja. Auch verbissen wie zuvor in den Kämpfen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sich diese beiden Teams schon am Anfang unserer Sendung gegenübergestanden haben. Und da hat relativ überraschend Team X, also Viktor Krüger und Karl Greco, gewonnen. Und jetzt wissen natürlich Team Kako, Dasuke Ikeda und Takashi Ono, mit wem sie es zu tun haben, und werden natürlich auch sich irgendwo vorbereitet haben und ihre Strategie zurechtgelegt haben. Hier ein Pillow Headlock hier mit einem Telefonarm ausgeweitet. Das ist eine sehr schmerzhafte Stellung, weil Karl kann wieder mal sehr viele Schmerzen einstecken. Es ist wirklich absolut unfassbar. Ja, jetzt hier, aber extrem gut gekontert, schnell gekontert vor allen Dingen und sehr effektiv gekontert. Jetzt hier wird wieder gelöst in die Seilen mit den Beinen. Ja, Sie sagten ja eben gerade, Steve, es ist schon so, dass die beiden sich ja schon übergestanden haben, diese Teams. Und es ist halt so, dass das doppelt schwierig wird jetzt. Das heißt, die kennen sich. Die haben sich schon im Ring gegenübergestanden. Sie wissen, was sie voneinander zu erwarten haben. Und von daher wird der Kampf natürlich nicht wie ein lockeres Abtasten erstmal sein, sondern er wird extrem Griff um Griff geführt werden. Und vor allen Dingen kennt man jetzt auch die Schwachpunkte des Gegners. Und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, was wahrscheinlich auch für Sie, Viktor, nicht so einfach zu lösen war. Nein, das war überhaupt nicht einfach zu lösen, ich muss mal sagen. Wir sind mit einer spontanen Energie in den ersten Kampf hineingegangen und Team Taco hat sich vielleicht auch ein bisschen zu sicher gefühlt in ihrer Position, da sie ja bis dato die Besten waren. Und von einem, ja wie soll ich mal sagen, einem nicht-japanischen Team, das vielleicht nicht so technisch versiert ist mit den Kicks und mit den Punches und mit den Griffen, da haben sie vielleicht nicht so viel Gegenwehr erwartet. Was heißt Gegenwehr? Haben sie gar nicht mal erwartet, dass sie in den Genuss eines Verlustes kommen. Und das hat sich dann eigentlich schon... ja, Karl nimmt hier einen Down, das muss ich gerne mal dazu sagen, ein exzellenter High Kick von Takashi Ono. Aber nichtsdestotrotz Team Taco und Team Extreme, das hat sich jetzt eigentlich, wie wir gesehen haben, durch die ganzen Turniertage das hat sich schon abgezeichnet, dass wir im Finale zumindest, ja, ich würde mal sagen, hautnah aneinander wieder rankommen und dass es sehr, sehr hart werden wird durch die ganzen Strapazen, die wir durch dieses Turnier hindurch eben aushalten mussten. Und durch den Finaltag noch dazu belastet, denn wir mussten das Semifinale ja vorher noch auch noch gewinnen und da gab es auch kein Zurückhalten. Also wie gesagt, es gibt ein All-Out, 100%, gib alles, was du hast, ja, solange du kannst. Ja, da hat man auch eben gerade gesehen, unter dem Knieschutz von Karl Greco war es weiß. Ich nehme mal an, dass er sich entweder getaped hat oder einen Verband. So wie es aussieht, hat er also auch während der ganzen Kämpfe eine leichte Knieverletzung davongetragen, was natürlich auch nicht gerade vorteilhaft für ihn ist. Sehr leicht war die Knieverletzung nicht, muss ich gleich dazu sagen, wenn Sie das schon ansprechen, Herr Steve. Das Knie hat ihm eigentlich schon hat ihm sehr, sehr zu schaffen gemacht. Und ich muss sagen, Hut ab, Karl Greco. Deine Ability und deine Möglichkeiten, die du hast, hast du hundertprozentig ausgenutzt und hundertprozentig hast du dazugegeben. Tja, ich muss ganz ehrlich sagen, was da ist, wie ich vorhin schon sagte, der Mann ist ein echter Gummimensch. Aus jeder Lage, aus jeder Position versucht er einen Aufgabegriff oder zumindest einen sehr schmerzhaften Vorbereitungsgriff für die Aufgabe des Gegners anzubringen. Und dass da die Gelenke drunter leiden, das ist kein Wunder. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein Wunder. Ja, auf Langzeitwirkung kann man wirklich in diesem Sport nichts erreichen. Wie gesagt, wenn man es macht, macht man es 100% oder man macht es gar nicht. Ja? Und man sieht auch, dass alle anderen Teams alles gegeben haben, so wie auch Team Taco und wie auch Team Extreme, die noch immer sich verbissen bekämpfen. Und Takashi Ono versucht jetzt mit einem Straight Leg Bar dem Karl wieder zuzusetzen. Es ist wirklich ein Schlagabtausch. Ja, links, rechts, Kombinationen, soweit das Auge reicht. Ja. Ja, jeder versucht die beste Position zu finden, halt, um den Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Und hier sieht man es wieder, oder man sah es besser gesagt, es geht wirklich flink hin und her. Gerade will man etwas kommentieren, da haben sich die Kämpfer schon wieder anders postiert und es sieht anders aus. Doch jetzt ist es erstmal so, dass gelöst werden will. Ich komme wirklich nicht dazu, zu sagen, was ich sagen will. Die Leute sind etwas schnell. Und Takashi setzt sofort wieder nach, gleich nach dem Lösen. Er hat gelöst, legal, und setzt sofort wieder nach. Diese dreiste Feistigkeit, die zeichnet diesen Kämpfer wirklich als ausgezeichnet. Und wir sehen hier einen sehr, sehr harten Würgegriff. Und ich muss sagen,
so welche Griffe tun wahnsinnig weh. Ich habe es mittlerweile ja auch selber erleben dürfen. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür bedanken soll, Victor, aber wie gesagt, die Sache ist aus der Welt. Diese Griffe tun weh. Es ist schlimm und es ist wirklich sehr, sehr hart, da nicht aufzugeben. Ja, allerdings. Ich muss etwas dazu fügen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Ein Aufgabegriff war das nicht. Ich habe dann natürlich schon gewusst, dass Ihre fragiler Körperbau ein Battle Arts Chokehold nicht zulässt. Deswegen habe ich den ein bisschen modifiziert und den auf 10% heruntergesenkt. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier noch immer einen sehr starken Fight. Nicht böse werden, Herr Steve. Haben wir einen starken Fight. Und ich habe auch keine Lust, hier eine Bratpfanne, wie man mir schon gesagt hat, über den Kopf zu kriegen. Denn meinen Kopf brauche ich noch. Und sei es zum Kommentieren. Hier ist der Karl Greco wieder hart am Arbeiten und hat das GEG da in einem Ankle Hold. Versucht ihn umzudrehen auf einen Single, schafft es auch. Boston Leg Grab. Ist das? Und in einen STF umgewandelt. Ja, und der scheint sogar ganz gut angesetzt gewesen zu sein. Aber Takashi Ono sofort wieder im Ring. Wie gesagt, das Teamwork der beiden stimmt hundertprozentig. Ja, wird allerdings sofort wieder rausgeholt. Zeig auf beiden Seiten. Da ist Wechsel auf beiden Seiten. Ich wollte gerade sagen, dass es... Ja, was Sie gerade sagen wollten, kann mir eigentlich egal sein. Sie haben mich jetzt während der Sendung mehrmals unterbrochen. Ich sehe es nicht mehr ein. Victor Krüger ist im Ring, das ist das, was ich sagen wollte. Und Takashi Ono versucht etwas anzusetzen, doch Victor Krüger kann das natürlich durch seine Kraft kontern, die er hier zum Glück nicht minimiert, obwohl ich das Ganze eh nicht mehr so ganz glaube, dass er es bei mir gemacht hat. Wie gesagt, die Sache ist gegessen, die verstehen uns mittlerweile ganz gut und wer weiß, vielleicht bringt mir Victor ja mal was bei, auch dass ich das mit Ihnen machen kann. Ja, aber wieder und ich unterbreche Sie nochmals, weil das, was Sie zu sagen haben, das ist der Grund, warum ich Sie die ganze Zeit unterbreche, interessiert keinen Menschen. Ja. Ich wollte gerade noch sagen, dass dieses zunächst so aussah, dass Karl Greco wohl der Schwachpunkt im Team X sich anscheinend aussucht. Moment, da muss ich gleich mal unterbrechen, ob das jetzt der Gegner aussucht oder ob das sonst irgendwer anders aussucht. Im Team Extreme gibt es keinen Schwachpunkt. Das ist ja das Outstanding, das wirklich Außerordentliche an unserem Teamgeist und an dem gegenseitigen Verständnis, wann man eben für den Partner einspringen muss. Denn Team Extreme ist nochmal Team Extreme und da gibt es nichts dran zu holen. Naja, es sah zumindest so aus, als ob das gegnerische Team das als Schwachpunkt erkannt hatte, was sich aber als Irrtum jetzt inzwischen herausgestellt hat. Das war das, was ich sagen wollte, wenn ich aufgeredet hätte. Dankeschön, Victor, dass das jetzt geschehen ist, dass Sie das sagen durften. Ja, natürlich ist das geschehen. Victor Krüger hat absolut recht. Es kann ja sein, dass das ein oder andere, vor allem wenn Sie dumm dahergeredet haben und ich verbessere Sie, dass das der ein oder andere Fan, es soll einen Björn Kowalski-Fan geben, nicht mag. Aber Sie erzählen auch nicht immer die hundertprozentige Wahrheit. Doch nun wirklich zum Kampf, denn wir haben hier das Finale von Battle Arts und es geht hier um wirklich alles. Sie sehen schon, liebe Zuschauer, es geht auch heiß hier im Kommentationsraum. Ich muss Sie mal wirklich bitten, beide Herren hier. Wir gehen jetzt zurück zum Finale. Ich weiß, es ist packend, es ist heiß. Gehen wir zurück und versuchen, das so gut wie möglich für die Zuschauer zu kommentieren, denn es ist noch immer im Gang. Tja, allerdings, und jetzt hier wieder angesetzt. Ein Ankle-Hold angesetzt. Ja. Und das hier mit seinen Kicks. Ja, er setzt den Stuhl, trifft ihn gerade am Kopf. Jetzt konnte ich ihn ein bisschen noch mehr eindämmen. Allerdings konnte er einen Ankle-Hold dazu noch auf seiner Seite anbringen. Ne? Ja, es sieht jetzt wirklich aus, als hätten sich die beiden verknotet und der Ringrichter lässt auch, nachdem sie ins Seil gekommen sind, lösen. Aber auch Karl Greco setzt diesmal von außerhalb etwas zu. Somit das erste Mal, dass ich das vom Team Extreme in der Form gesehen habe, aber warum nicht? Und hier ist etwas, was man nicht so oft sieht, ein Victor Krüger im Bett drin ist. Das soll auch nicht arrogant klingen, das ist einfach so. Das hat man im ganzen Turnier nicht gesehen und das zeugt ja auch von der Qualität und von der Besessenheit, will ich fast sagen, der gegnerischen Fighter von Team Daske, von Team Danko mit Daske und Takashi. Aber was den einen besessen macht, kann den anderen auch besessen machen. Ja, allerdings, und das kennt man ja, dass der Adrenalin dann hochspringt und irgendwann ist es halt vorbei. Schmerz kann ja auch dazu bewegen, einfach mehr Leistung zu bringen, weil Schmerz ist halt, steigt in einem gefährlichen Spiegel und irgendwann spürt man ihn halt nicht mehr in einem Kampf, in einer Konfrontation. Und das sieht fast so aus, als ob das hier bald so weit wäre. Und da hat er auch schon die Schnauze voll. Und ja, Kontakt mit einem mächtigen Schlag. Setzt hier zu, versucht meinen Schwerpunkt zu erwischen, kann es nicht so richtig herauskriegen. Daske hilft ihm aus.
Ja, und hier sieht es wirklich so aus, als ob sich das Blatt vom ersten Kampf dieser beiden Teams ändern könnte. Denn das Team Tapo ist viel, viel besser im Spiel wie am Anfang. Der Überraschungseffekt ist wohl weg. Und dazu muss man dann noch sagen, es ist natürlich auch so, dass das Publikum in Japan natürlich auf der Seite dieser beiden Japaner steht und es nicht so gerne sieht, wenn die Ausländer den großen und begehrten Titel wegschnappen. Ja, hier sieht man, dass Kairiko auch auf der Seite seines Partners ist. Sofort ist er da, Viktor Krüger, in Bedrängnis gewesen. Sofort greift er ein, beherzt und geht gleich wieder ran. Wird in die andere Ecke gedrängt, Takeshi klopft ab und setzt sofort mit seinen Kicks und mit seinen, mit seinem Muay Thai Knees setzt an und er setzt seinen zerstörerischen Octopus Hold an, den mit dem er schon im Semifinale war, das glaube ich, gesichert hat und schon einige Male den seinen Gegnern zugesetzt hat, aber der Karl Greco in Manier einer Krabbe kann sich in die Seile retten. Doch Takeshi setzt sofort nach, man kennt das ja von diesem Fighter. Er setzt ihn sofort an, beim zweiten Mal glaubt er, den Griff wirklich durchsetzen zu können. Ja, und diesmal hat er ihn ja auch in der Mitte des Ringes und wenn jetzt nicht ein Wunder, hätte ich keiner gesagt, passiert. Und hier war es. Und eine Clothesline. Leg dich hin. Verpasst. Und der Spin-Kick. Fast ein Vorwehr, würde ich dir mal sagen. Das ist sehr, sehr selten in Battle Arts. Wirklich, aber es geht weiter. Sie sehen ziemlich benommen aus, muss ich dir mal sagen. Ein sehr, sehr harter Kampf. Ja, ich habe auch benimmt, deswegen sehe ich ziemlich benommen aus. Aber hier kommt eine Clothesline. Mr. Daske, lassen Sie sich nicht so offen geben. Tja, jetzt, was soll das? Sieht aus wie die Victor-Bomb, die er ansetzt und... Wird das die Victor-Bomb werden? Ja! Durchgezogen bis auf den Boden. Und war es auch diesmal das Ende oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ein packendes Match, beide Teams sind am Limit. Kann das genug aufkommen? Nein, das war's. Das war's. Das war's. Die Zeit 13 Minuten und 24 Sekunden durch die Victor Bomb. Team Extreme, check it out. リプレイです。ご覧ください。ビクターボム。サンダーファイヤーパワーボーの形に抱え上げておいて、そしてこの高さ、このスピード。自らもモンドリュって1回転。見事優勝いたしました。ビクタークルーガーカールグレコンビには、ファイティングTVサムライコメスサムライで優勝トロフィーが贈られます。ファイティングTVサムライより優勝トロフィーがこのチームに贈られます。今日は高畑の90６、見事クルーガーグレコンビが優勝した試合をお届けしてみました。 Seitdem war Team Extreme established, Brother. Team X. Team Extreme, gab es da noch einen? Andere Europäer oder Amerikaner, die zu der Zeit bei Battle Arts waren? So kontinuierlich, oder war die da eigentlich einzigen Gaijins? Wir waren die einzigen, die kontinuierlich und dann eigentlich auch schon ein fixer Bestandteil von Battle Arts waren. Was eine sehr große Ehre ist als Ausländer und als Gaijin. Und ja, wir waren ganz offensichtlich Money. Sonst hätten wir uns nicht so lange behalten. Und wie ist das so bei Battle Arts? Ist ja eher die Storylines und das Ganze im Hintergrund. Da zählt ja eigentlich, da gibt es eigentlich nur ein Booking. Der gegen den oder genau. Da haben die auch irgendeine Philosophie gehabt, wo man sagt, Battle Arts, da machen wir immer so einen Cup oder irgendwas, so einen Big Tournament. Die einzige Philosophie war, gib alles, Baby. Das war die Philosophie. Und wir haben alles gegeben. Also die Japaner sind in dem nicht zu vergleichen, glaube ich, mit den Europäern. Die sind richtig fanatisch. Ich will aber nicht so sehr auf die Japaner jetzt eingehen. Ich will mal auf uns beide eingehen. Team Extreme, Karl Greco und ich. Wir waren ja so auch so sehr fanatisch und haben an einem Day Off, wo du keinen Kampf hast, haben wir auch noch gekämpft, gegeneinander. Was? Zum Beispiel Boxen. Geh mal in den Ring, mach mal 3x3 Runden, mal ganz kurz. Auch schon mit Handschuhen, oder? Nein, mit Handschuhen schon. Ja. Nur es war leider ein Pech, weil wir da wirklich... Wir waren schon Blutsbrüder, im wahrsten Sinne des Wortes. Unser Blut war schon vermischt im Ring. Ja. Ja. Wir haben sehr viel Blut gelassen. Und wir waren da schon wirklich Brüder und eingefleischte Brüder. Und wir haben uns trotzdem noch immer gegeben im Ring. Und da haben die Japaner sogar gesagt, Baka. Baka ist der japanische Ausdruck für crazy. Ja? Wir sind Baka. Ja. Ich habe den Karl leider einmal erwischt,
und haben das so ein blaues Auge geschossen, dass wir direkt in den Mund... Dir? Nein, ich ihm. Du hast ihm gekauft, Greg Rohan? Im Sparring. Und, Wahnsinn. Ja, it's tough business, brother. It's, shit happens. Und das war eben gerade so, dass wir dann... Er hat Stitches gekriegt, aber er war so tough und der Karl ist ein tough, mein tougher Bruder. Wird auch immer bleiben bis an den Rest aller Zeiten. Hat dann den Tag-Team-Kampf am nächsten Morgen auch mal gemacht. Wie geht das japanische Publikum ab jetzt im Vergleich zu Amerika und Europa? Die sind ja komplett teilweise ruhig, totenstille, aber dann kann sie auszucken, das habe ich auch schon oft gesehen. Und sehr informiert, richtig. Wenn du ihnen nicht gefällst, dann applaudieren sie zum Schluss doch, ja. Aber es ist eher ein Goodbye, we don't wanna see you again. Aber es ist sehr ernst gemeint, also danke, dass du da warst. Ja, ja, okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Fans gleich von vornherein kommen. Obwohl, wir hatten schon Zeiten, wo wir sie zu diversen Ausrufen und Ausschreien schon vor dem Match animiert haben. Das war dann mit der Zeit mit Team Tomitas, mit dem Rambo, den ich zu mir gebeten habe als Team Tomitas. 2 Meters? Dann, ja, 2 Meter, oder? Team 2 Meters, ja. Sie wollten ein Team haben mit noch einem 2 Meter gegeben. Ja. Karl wurde sowieso immer wieder eingesetzt, er war ein fixer Bestandteil und dann wollten sie das Show-Element ein bisschen vergrößern. Und da ist das dann noch immer genauso hart gewesen, aber es ging in eine andere Richtung. Aha, mit Rambo. Mit Rambo. Rambo ist gut rübergekommen, ja. Und Rambo und Victor Krüger ist natürlich eine einmalige Sache. Ist auch auf einer DVD drauf, you gotta check it out. Ja, eine einmalige Atmosphäre. Das heißt, die Japaner, wenn sie ruhig applaudieren, ja, dann wieder verabschieden. Und sie wissen auch ganz genau, welcher Griff funktioniert und welcher nicht. Du kannst die Japaner nicht reinlegen. Ja, ja. Ja. Was ich auch und dann applaudieren sie auch. Bei den Japanern oft dieses Oh, dieses ja, gewaltige Staunen. Das ist der Ausdruck des Staunens und des Erstaunens und eigentlich der Euphorie. Ne? Boah, was passiert da? Ja. Ja, selbst wenn ihr eigener Mann verwurstelt wird, ja, sage ich jetzt einmal ganz salopp, sagen sie doch, oh, aber wie der verwurschtelt wird, ist doch wirklich ein Ding. Und da geben sie dir da auch den Respekt dazu. Wer war denn eigentlich der Topstar in Japan bei Battle Arts, von den Japanern her? Von den Japanern her war sicher der Yuki Ishikawa. Dann, und alle Battle Arts, Fighter waren eigentlich wirklich Stars, die einer wie der andere. Der Alexander Otsuka ist dann avanciert zum Pride Fighter. Mehrere Typen sind dann, haben das Sinn. Auch vermischt mit anderen Promotions und das hat wirklich sehr gut geklappt. Ja. Gab es immer wieder mal, das Pro Wrestling nicht nur Show ist. Wann waren deine Battle Arts Auftritte genau? In welcher Zeit warst du bei Battle Arts drüben? Battle Arts war ich 96, 97 bis 98. Und immer kontinuierlich zu touren? Immer wieder drüben, ja. Wie ist Japan so generell als Land? Würdest du dort auch gerne wohnen? Sehr interessant. Aber wohnen nicht so? Zuhause ist Zuhause. Ja. Was soll ich da noch sagen? Wie sind die Frauen in Japan so, wenn man ein bisschen abschwenkt? Gibt's ja, sind klein. Ja, im Gegensatz zu den europäischen Frauen von der Mentalität her. Sagen wir so, die Mentalität ist sowas. Kann da ein Wrestler irgendwo reingehen und sagen, jetzt reiße ich mir dort eine auf? Ist das auch so leicht wie in Europa? Ja, schau. Oder muss wenn man du eine aufreißen willst, dann kannst du eine aufreißen, ob du jetzt Wrestler bist oder nicht. Ja, stimmt. Jetzt vom Aufriss her kann ich eher weniger sagen. Ich war wirklich da drin, um zu arbeiten und habe auch wirklich meine Sache da drin super gemacht. Die Mentalität ist im Allgemeinen anders. Die Japaner sind sehr zurückgezogen für sich. Sie lieben zwar das Westliche, die Western World ist immer was sehr impressive für den Japaner. Und die werden auch immer Europa als den Kontinent sehen, der auch absolut interessant ist. Nur Japaner sind Insulaner, das sind auf ihrer Insel, die sind zurückgezogen in ihrer eigenen Kultur. Sie wahren sie halten sie sehr hoch und was ich sehr faszinierend finde, ist das Detail, was die Japaner geben. Sie machen nicht nur einen Zahnstocher mit einer Wille drüber und verschweißen den, sondern verpacken den auch noch schön. Ja. Mit einer ganz kleinen Schleife. Das sind so die kleinen Dinge, die Japaner also ein bisschen Detail machen, das rechne ich ihnen sehr hoch an. Alles in allem ein super Land, sollte man gesehen haben. Welchen Stellenwert hat Wrestling in Japan drüben im Gegensatz zu Europa? Wird das ordentlich supportet wahrscheinlich oder ist es eher... Ganz groß. Da gibt's, es ist so groß, dass über die Sommerzeit 10 bis 15 neue Firmen einfach so entstehen, die wirklich Hand und Fuß haben und die verschwinden dann wieder im Herbst.
Und übrig bleiben also die 15 bis 17 wirklich Festen, die immer ihre Promotion runnen. Ja. Natürlich die größten, New Japan, All Japan, hast du Rings, dann hast du FMW, die Blutliga. Und dann würde man sagen, an 6. oder 7. Stelle kommt dann Badlands schon. Ja. Und du hast immer, es ist ein Kampfsportland durch und durch. Wrestling hat einen großen Stellenwert. Top. Also Japan ist wrestlingmäßig. Welche Auftritte hast du noch gehabt, außer bei Badlands in Japan? War es das oder gab es da Connections mit anderen Ligen? Das war es eigentlich. Wir hatten schon Connections mit anderen Ligen, aber nur mit Erlaubnis der eigenen. Aha, da gab es auch so Special Contracts, genau, oder? Genau, wenn du schon so spezifiziert eingeflogen wirst, dann bleibst du auch bei der Promotion und macht die Promotion auch sure, dass du der Star bist. Wenn die dich pushen, wie sie mich gepusht haben, natürlich bin ich dann der Star für sie. Ja. Dann gehe ich nicht und suche andere Arbeit. Mhm. Ja. Gut, dann ging es zurück. Ich glaube, Japan hätten wir soweit. Wir werden auf jeden Fall im Laufe dieses Videos, dieser DVD, was zeigen aus einem Victor Krüger Handicam Footage. Im Dojo von Battle so, Arts. Das, ja. Das werden wir zeigen. Welche Größen hast du dort kennengelernt in Japan, abseits des Battle Arts? Bekannte Wrestler oder also, Prominente? Antonio Inoki, glaube ich, hast du angesprochen nochmal? Ja, also zunächst einmal den Chef von Battle Arts, den Yuki Ishikawa. Es ist eine Größe jetzt geworden. Sein Mentor, sein Idol eigentlich, der Antonio Inoki, den habe ich bei der großen Show in 1998 kennengelernt. Very impressive. Ja, wenn du ums Exo kommt, dann denkst du auch zuerst einmal, auch als erfahrener Profi, ui. Ne? Das ist der Respekt, den man vor einem wahren Talent hat, vor einem wahren Superstar auch. Wen habe ich da noch kennengelernt? Den Fujiwara. Yoshiaki Fujiwara, auch mittlerweile ein Relikt, kann man schon sagen, fast. Ja, eine lebende Legende, ein absolut starker Typ auch. Ist nicht cool und ja, ein tougher Shooter ist. Ist der geistige Vater von Pine Craze und auch von Battle Arts. Wie geht so ein Training ab, wenn du jetzt ansprichst, Fujiwara, der harte Mann? Wie ist das Training im Dojo bei Battle Arts gewesen? War das auch so hart wie WCW Powerplant? Ohne Zurückhaltungen, fertig aus. Ohne Zurückhaltungen. Einfach, da kann man wirklich free, do whatever you want to. Dojo doors are stay closed. They're closed and they stay closed. Also die werden niemals geöffnet. Da kommt auch nichts hinein und nichts hinaus, was nicht hinein kann. So, ja. Und wenn du drinnen bist, dann wird da einfach trainiert und da wird trainiert einfach, lass freien Lauf, Punkt. Und da kommen solche Sachen dann zustande, wie das auch von Karl, ne? Was natürlich unglücklicherweise zustande kommt. Aber wenn man dann so einen hohen Level an Competition hat, und man wirklich selber sich so verbessern will, dass man sogar seinen eigenen Bruder aufs Spiel setzt, dann ja, kommt man in die Zone. Dieser Battle Arts Style. Werde ich den Kragen umdrehen. Ah, na gut, da bin ich. Oh, ei. Oh. Na gut, dann mal schauen, was da dann los ist. Nee, Schuhe abputzen. Okay. Good morning. Morning. Oh, Mr. Skye. Good morning. You are beautiful.
Aha. Okay. And there's the office. It's a magazine, huh? Nairobi. Is it for all? Mm-hmm. Victory! Soup. Everything in there. Everything you need. Really? Yeah. Can you tell your wife?
Yes. Oh, good. Good, good, good. Komm mal. Hier wird er drauf. Moi, hi. Yes. Yeah. Oh, shit. Oh. Style, den hast du dann auch eigentlich mitgenommen zum Lehren in Europa. Wie kam es dann dazu? Hast du da gleich irgendwie probiert, diesen Stil irgendwie Leuten beizubringen? Der Stil hat mich insofern inspiriert, weil es der Urstil des Wrestlings ist. Scheitel, vom Scheitel bis zur Sohle steht es drin im Programm. Ne? Alle Griffe erlaubt. Ja, am Boden auch. Am Boden geht es weiter. Das ist bei einem Realkampf, bei einem Allkampf, ist es so, es geht irgendwann einmal auf den Boden. Und wer am Boden dann die Hebel nicht kann und die Bodendrücken nicht hat, der verliert. Und so bringt dieses moderne Shootfight eigentlich das alte Ringen wieder auf das Programm, dass man wirklich wieder was ringerisch können muss im Ring. Mhm. Und nicht nur Moves, die flüssig ablaufen. Man muss wirklich auch ringen können. Und das ist genau das, was mich dazu inspiriert hat, diese Sportart wieder den Leuten schmackhaft zu machen. Auch wenn es ein, ich sag nicht brotloses, aber geldloses Unterfangen ist. Man ist wirklich ein Pionier. Das wollte ich halt ansprechen, die Leute. Hier Anklang zu finden, um sowas dann hier in Deutschland, gerade in Europa, bekannt zu machen, ist halt schwierig. Wie kamst du dazu, dass du da deine Schule oder in einer Schule zu lernen versuchtest in Kiel? Da kamen sie dann relativ schnell. Ich habe verschiedene Seminare gegeben, auch in Kiel. Die hat sich sehr gut angekommen. Meine Seminare sind eigentlich überall ganz gut angekommen, weil ich eben ein Typ bin, der das 1:1 weitergibt, auch das hart erlernte, das schwer und hart in harten Stunden hart erlernte, in richtig verpackt weiterzugeben. Ich wollte eben einfach nur etwas kreieren, einen Markt kreieren, wo die Leute nicht an Pro Wrestling denken, sondern einfach an Wrestling, sondern an Ringen. Hey, dann ringen wir eben. Und wenn es eben nur auf der Judomatte ist, aber es wird gerungen. Und genau das wollte ich den Leuten vermitteln und das habe ich ganz gut geschafft, nur es war nicht der Breiteneffekt, den ich mir davon erhofft hatte. Wer waren da so deine Schüler, wo du sagst, die haben es drauf? Verschiedene Schüler. In Bremen habe ich zwei ganz bekannte Schüler, der Tim Holdorf und der Ken Mahler. Schöne Grüße auf den Weg hinauf. Moin, moin, wie geht's, Leute? Die haben danach weitergemacht und ich bin richtig stolz auf die zwei. Ja. Sind sehr gut geworden, ja, spitzenmäßig. Der Armin Brecht, den habe ich einmal gesehen bei einer Shootfight-Show. Der Armin Brecht ist ein typisches Beispiel dafür, dass ich ein besserer Lehrer bin als Menschenkenner. Er ist nämlich kein Fighter gewesen, das hat man dann auch gesehen. Aber also, hat sich für eine gewisse Zeit, hat er sich mit dem von mir Erlernten sehr gut über Wasser gehalten. Ja, aber so richtig in Competition-Style kann er... Bodybuilder, bleibt Bodybuilder. Nicht böse sein, Bodybuilder. Wir machen kurz eine Pause. What time is it? Time's up. For you to sit back on your sofa and not do anything. Hi, my name is Victor Krueger and this is Colt 45, Northern California Shotscuff. And Dirty Pete out of Huntsville, Texas. Can't hurt steel. That's right, baby. You need to come down to the Victor Krueger Wrestling Academy and join in for a little fun! Es ist nicht alles erlaubt. Also das Extreme Fighting, was ich mache, das ist gerade noch in geregelten Bahnen geleitet. Das heißt, kratzen, beißen, spucken, das gehört alles in den Hinterhof. Wir machen eine Kampfsportart, die rein und pur ist. Was sind denn nun eigentlich die konkreten Regeln bei diesem Sport? Konkret kann man dazu sagen, es sind alle Griffe vom Scheitel bis zur Sohle erlaubt. Das heißt, würgen
in einer gewissen Form, nicht das Verschließen der Atemwege mit der Hand zum Beispiel. Das würden von der Seite, von hinten, also das Abklemmen der Arterien, das heißt das Abklemmen der Sauerstoffzufuhr zum Gehirn, es sind alle Gelenkshebel, alle Fesselhebel, also um den gegnerischen Körper am Boden zu halten und im wahrsten Sinne des Wortes in den Griff zu bekommen, das ist alles erlaubt. Das heißt, es sind Techniken erlaubt, die kommen aus dem Jiu-Jitsu, aus dem Karate und aus dem Ringen. Es ist eben Extreme Fighting. Nun, in Österreich wird sowas nicht übertragen, weil es sowas gar nicht gibt. Es ist aber erlaubt, Extreme Fighting. Sie möchten so etwas in Österreich aufziehen? Ja, also das Extreme Fighting, das lehre ich jetzt schon in meinem Berufsringer-Lehrgang. Das heißt, ich gehe wieder zurück back to the basics und fokussiere mich wirklich nur auf die Hauptsache, das sind die Hebel von der Scheitel bis zur Sohle und nicht das bum bum schnell, ich gewinne den Kampf, wie auch immer. Aber an solchen Kämpfen nehmen Sie nach wie vor aktiv teil? Ja. Ja, kommt es da eigentlich auch immer zu offenen Wunden, zu Blutungen? Oder immer auch? Nicht. Nicht immer? Immer nicht. Aber wer ist Sieger? Wird so lange gekämpft, bis einer quasi bewusstlos oder tatsächlich bewusstlos am Boden liegt? Okay, ich muss ein bisschen mit dem Klischee aufräumen. Es muss nicht der Kämpfer jetzt bewusstlos am Boden liegen. Die Extreme Fighting Sportart, die ich jetzt auch im Speziellen betreibe, geht dahingehend, dass die Kämpfer sich eigentlich unter sich ausmachen. Das heißt, gibst du auf? Der Ringrichter ist eigentlich nur zum Enforcieren dieser wenigen Regeln im Ring. Und eigentlich ist der Ehrenkodex zwischen den Fightern so, dass sie das sich unter sich selbst ausmachen. Ja, das heißt, während des Kampfes? Na, selbstverständlich. Wenn ich einen Aufgabegriff angelegt habe, dann will ich auch sicher gehen, dass der dann auch wirklich aufgibt. Ich frage das deshalb, weil es gab ja früher das Ringen hier in Wien am Heumarkt, wo man nie genau wusste, was ist jetzt Show, was ist ausgemacht und was ist nun echt. Diese Kämpfe des Extreme Fighters sind aber tatsächlich echt. Sogenannte echte Kämpfe, ja. Echte Kämpfe, das heißt, es gibt der auf, der glaubt, der hat einfach keine Chance mehr. Richtig. Was ich vorher angesprochen habe mit der Bewusstlosigkeit, dass einer aufgeben muss, weil er einfach nicht mehr kann, ja. Auch das kommt aber gar nicht so selten vor. Manchmal ist man in so einer Situation, dass man sich selber nicht mehr als Mensch sehen kann, sondern als menschliche Maschine. Und da ist vielleicht einmal einen Kampf aufzugeben viel gescheiter, um im Turnier dann weiter noch teilnehmen zu können, als jetzt mit falschem Stolz, dass ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Solche Kämpfer gibt es auch. Und dann kommt es meistens zu solchen Verletzungen, wie wir sie dann auch schon im Vorspann gesehen haben. Aber nachdem hier so vieles erlaubt ist, ist ja bewusst, dass in jedem Kampf es dazu kommen könnte, dass Sie einfach bleibende Dauerschäden davontragen. Das ist mir bewusst, ja. Was war denn bislang Ihre stärkste Verletzung, Ihre schlimmste Verletzung, die Sie vorgetragen haben? Seien Sie mir nicht böse, ich kann das hier nicht öffentlich preisgeben. Ich hatte schon schwere und schlimme Verletzungen, wie zum Beispiel Muskelzerrungen. Ich kann das als weiter eigentlich nicht preisgeben. So. Welche Stelle jetzt? Das sind dann die verwundbaren Stellen. Richtig. Mit Ihrem Auftreten, Viktor, machen Sie mich, muss ich gestehen, um ein Vorurteil ärmer. Ich war immer der Meinung, dass jemand, der sich in so eine Arena begibt und sich so prügelt und kämpft bis zum Umfallen, nicht wirklich in der Lage ist, ich muss es gestehen, ein Studium abzuschließen. Sie haben den Magistertitel, Sie haben gleich zwei Richtungen studiert. Was haben Sie fertig gemacht? Also die Hauptrichtung war Business Management. Und das Nebenfach, kann man sagen, waren Sportwissenschaften, aber das hat sich erübrigt eigentlich. Das mit den Sportwissenschaften und das mit dem Management, das kommt sehr gut in Handy, denn ich muss auch sehen, dass ich mich selbst promotiere, das heißt, dass ich bei Turnieren unterkomme, die das Richtige, auch das Prestige haben und den richtigen Level haben. Es mag ja sein, dass es genügend Zuschauerpotenzial gibt, wenn Sie so etwas einmal wie in anderen Ländern auch ins Fernsehen bringen wollen. Glauben Sie wirklich, dass es in Österreich genügend junge Sportler gibt, die sich diesen schmerzhaften Sport freiwillig aussetzen wollen? Das Interesse ist sehr, sehr groß und es gibt auch noch einige wenige, die sich für ihren Enthusiasmus wirklich schinden, bis auf die Knochen. Und das freut mich auch zu sehen. Naja, dann wünsche ich Ihnen toi, 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 alles Gute für die Zukunft, auf dass Sie so heil und ganz bleiben, wie Sie momentan sind. Vielen Dank fürs Kommen, Viktor. Dankeschön. Viel Erfolg auch. Viktor, wir sind jetzt wieder in Deutschland zurück, obwohl ich jetzt was vergessen habe. Ja. Du hast einen Mann zu Battle Arts gebracht, den Michael Kovac.
Wie kamst du der Bekanntschaft mit dem Herrn Kovac? War das zu der CBA-Zeit und so? Wie kam dann der her zu Battle Arts? Ja, den Coach habe ich dann zur CBA-Zeit kennengelernt und das war einer meiner häufigen Versuche, eine österreichische Zusammenarbeit zu bilden wieder einmal. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann up and coming Fighter und mein Gott, mach mal, warum sollte der nicht lernfähig sein? Ich habe ihn dann auch mal ein paar Mal zu mir gebeten zu trainieren, habe ihm auch ein paar Griffe gezeigt, dass er da in den Stil hineinkommt. Ja, es hat dann nicht so hingehauen mit dem Michael in Japan und das war es dann schon wieder. Es war wieder ein Versuch. Und der österreichische Zusammenarbeit ist leider nicht gegangen. Sie wollen nicht von dir lernen, offensichtlich. Lernen schon, aber sie wollen dann irgendwie das dann selber machen. So. Oder fehlt ihnen einfach die Disziplin, die der Viktor Kröger offensichtlich ja intus hat? Diese fehlt definitiv sehr vielen Leuten. Der Viktor Krüger hat eine große Disziplin. Ja. Selbstdisziplin ist, was es sich jetzt auch an das sich martern, um besser zu werden, geht. Ich bin da manchmal wie ein Bluthund und viele zwar das Ziel nicht aus dem Auge, aber ich bin länger manchmal im Tunnel drinnen, als es nötig ist, zum weißen Licht zu kommen. Das ist auch nicht schlecht. Wie schaut so ein Tagesablauf aus beim Viktor Krüger in Sachen Fitness und Stay in Shape? Gibt es da auch Pausen, Tage, wo du sagst, du trainierst jetzt gar nichts? Oder selbstverständlich, ja. Das muss es auch geben, ja. Relaxen muss sein. Aber schon, es gibt einen gewissen Plan, wo du sagst, du gehst jetzt 3 oder 4 Mal die Woche ins Gym. Ja, das hältst du aufrecht? Das schon, ja. Wobei ich ja jetzt nicht einen fixen Trainingsplan mehr habe. Ich trainiere seit über 20 Jahren. Trainiere ich mit Gewichten, das heißt jetzt von American Football gewesen. Oder vom Pro Wrestling in der WCW oder in Japan. Ich habe das immer aufrechterhalten und den Body immer in Shape gehalten und das war sehr gut, das muss man auch machen. Was jetzt ist, ich schreibe mir jetzt keine detaillierten Trainingspläne mehr zusammen, ich habe das schon intus, was mein Körper braucht. Ich bin gescheit geworden, das war früher nicht so, vor allem im Football war das nicht so der Fall, ich habe da immer hart weiter trainiert und das ist das Bluthund-Gen, was ich angesprochen habe von Viktor Krüger. Auch mit Verletzungen einfach mit dem höchsten Gewicht weiter zu trainieren, geht natürlich nicht. Und man wird dann eben von der Verletzung zurückgeworfen. Ich hab daraus hart zwar, aber ich habe daraus gelernt. Verschiedene eben Muskelfaserrisse damals beim Football und so weiter und habe da sehr gut gelernt und weiß jetzt, was mein Körper braucht, um fit zu sein und die Kraft zu haben, die Technik auch einzusetzen zu können. Das fängt beim Frühstück eigentlich schon an, aber ich denke da nicht mehr dran, so jetzt esse ich ein healthy breakfast, sondern nein, ich esse einfach mein Frühstück. Du vielleicht nicht so viel Butter drauf wie ein anderer, aber das ist schon so. Ja, manchmal esse ich auch ein Nutella-Brot. Ja, da wollte ich einen Anspruch, die Ernährung ist ja sehr wichtig. Fastfood, McDonalds und so Zeug, ich meine, das sieht man Off-Wrestler, die da drin sitzen, stört das? Geht auch, das muss auch sein. Ja, ab und zu. Na, selbstverständlich. Gibt es eine Lieblingsspeise, die du hast? Pizza. Nein. Und Wiener Schnitzel. Das ist schon sehr, sehr oberflächlich. Das ist überhaupt das ist nicht so oberflächlich, um Gottes Willen. Wenn die Pizza gut gemacht ist, dann okay. Ist sie eine Wunderpizza. Eine Pizza. Und ein Wiener Schnitzel, es gibt nichts Besseres als wie zu Hause. Das Wiener Schnitzel, das muss perfekt gemacht sein. Ich habe einmal Wiener Schnitzel gegessen in einem Gourmet-Restaurant in Atlanta. Na, sehr was, Kaiser. Das kann nichts, das kann nicht viel, oder? Das kann gar nichts. Okay, obwohl sie sich sehr bemüht haben. Also so einen Workout-Plan, ich weiß nicht, ob du auf deiner Website, die ich jetzt natürlich auch ansprechen werde, hilfst du mir vielleicht weiter? pro-wrestler.com. Also die werden wir öfters einblenden. Gibt es da irgendwie einen Workout-Plan, der da drauf ist? Da gibt es keinen Workout-Plan mehr. Es sollte eigentlich, die wirklich gute Philosophie ist die, wenn du groß und stark werden willst, wirst du es werden. Ja? Da brauchst du keinen Richtplan oder irgendwas. Nein. Wirst du es werden. Du wirst dir deinen Plan machen und genau wie der Viktor Krüger das auch gemacht hat. Gibt's Wrestler, die dich im Leben inspiriert haben von den Größen, wo man sagt, wow, ja. Dieser Wrestler, wer waren diese? Gibt es da mehrere? Oder? Also einer, der mich ganz stark inspiriert hat, war der DDP, der Diamond Dallas Page, ein guter alter Freund von mir, den ich jetzt gerade in der Schweiz auch wieder gesehen habe. Also er war wirklich einer der hardest working man in the business. Der ist wirklich wie ein Professor, ist er runtergekommen mit der Mauer, das habe ich schon erzählt. Und er hat sehr spät angefangen und er hat sich gesagt, ich will das werden und ich will ein Guter werden, ich will es schaffen bis zu der Top. Bis zum Top ist er gekommen. Und genau diese Tenacity, wie er sagt, diese Willenskraft, das zu machen,
wirklich sehr, sehr beeindruckt. Wenn ihr auf die Website drauf schaut, auf die DDP-Website und seine Biografie lest, werdet ihr drauf kommen, dass er, ich glaube, mit 13 einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt hat. Einen Verkehrsunfall. Hatte keine Schuld, aber es hat ihn ganz arg erwischt. Kurz und gut, er war auf dem geistigen Niveau eines Siebenjährigen zurückgestellt. Er musste alles nochmal neu lernen. Essen, reden, sprechen. Er musste alles von vorne noch einmal neu lernen. Und daraus entstand dann der 3-time World Heavyweight Champion. Na fuck, ich das. If this is not the inspiration itself. Ja. Ja. Also das ist die Inspiration, die einen jeden zum Abnehmen. In Europa. Krieg jetzt Goosebumps, jetzt kann ich mal richtig sprechen. Ja, vielleicht, wenn das DDP sieht, dann wird er das sicherlich... Er weiß es. Ja. Er ist wirklich ein einmaliges Individuum. In Europa, irgendwelche Zugpferde, Leitpferde, wo du sagst, hey, der Mann, bei dem habe ich mir ein Scherzerl abgeschnitten. David Morgan. Japan, gab es da in Japan was? Japan natürlich, Fujiwara, selbstverständlich, ne? Jetzt von Work Ethics her und so weiter. Dann von japanischen Ringern, selbstverständlich von Pancras, ein Funaki, der die Promotion wirklich sehr, sehr hoch gebracht hat und auch sehr, sehr gute Arbeitstechniken hineingebracht hat. Also ein hardworking man in the business, ja. Das sind so, gibt ja viele Inspiration. Gab es auch irgendwelche Momente im Wrestling in deinen fast 10 oder über 10 Jahren Profi-Wrestler, wo du sagst, das war ein Moment in dieser Liga, in dieser Promotion, der mir sehr viel bedeutet hat, an den ich mich gern zurückerinnere? Ja, natürlich das erste Championat, das wir gewonnen haben mit Karl Greco und Victor Krüger als Team Extreme. Das war ein unvergesslicher Moment. Very uplifting, ja. Dann ein großes Match, das ich gehabt habe in Bremen gegen den Karma eben bei dem Eurocash Festival. Ein Match, das ich noch aus den WCW-Zeiten in Erinnerung hatte, das eben das Tag Team mit dem Gambler gegen den Arn Anderson und Dustin Rhodes. Ein ganz, ganz großes Match mit Yuki Ishigawa, das ich knapp gewinnen konnte in Club Zitter, Kawasaki. Ist auch auf einer meiner DVDs drauf, ein handgeführtes Match, für so mittel bis ins Äußerste gegangen. Und ab da hatten wir eigentlich die Fans alle an uns gebunden, an unsere harte Gangart im Ring. Und dass wir uns, obwohl wir uns sehr, sehr respektierten zu der Zeit und noch immer tun, uns eigentlich alles abverlangt haben. Ich erinnere mich jetzt an einen ganz speziellen Moment. Den habe ich vergessen, in Amerika Zeit anzusprechen. The Interview, the famous interview with Mean Gene Okerlund. Ja. Was? Mean Gene, das muss ich dir sagen, gestern. Und ja. Wie kamst du? Ich habe da nicht einmal alles verstanden. Ich werde jetzt mir sicherlich noch einmal reinziehen. Sie stellten dich dann neben Mean Gene, der dich interviewte. Richtig. Er stellt einen neuen Mann vor in der WCW. War der Victor Krueger, wollten die zuerst mal was sagen. Was war da noch? Hast du da irgendwie die selbst geschwind irgendwie. Na, selbstverständlich. Wenn Sie mir sagen, mach ein Interview und ja. Wenn ich ein Interview mache, dann mache ich es richtig. Und sie hatten eben einen Fehler gemacht und sie haben mir das Thema freigestellt. Also reden wir darüber, was macht der Victor Krüger hier in der WCW? Ich will natürlich einen Hulk Hogan herausfordern. Ja, wen denn sonst? Soll ich einen zweiten oder einen dritten herausfordern? Nein. Wenn, dann möchte ich schon nach der Krone greifen. Ne? Das war ein bisschen zu. Haben Sie das übel genommen irgendwie? Oder war das Na, übel nicht. Übel kann man nichts im Wrestling-Business nehmen. Aber ja. Das war doch, doch etwas. Ja, Eyebrow-Lifting, also die Augen waren schon offen bei einigen Druckern. Was ist jetzt los? Ich hatte auch mein selbstgemachtes T-Shirt mit Hulk Who drauf. Mein eigenes Bild drauf gemacht und drüber geschrieben Hulk Who. So, extra für dieses Interview? Ja, selbstverständlich. Ja, also in gewohnter Hulk Hogan-Pose. Hat Mean Gene dich nachher off-air angefragt, was Mean Gene hat das geliebt. Das war super. Ja. Mean Gene, das war auch ein sehr guter Profi und auch fabelhafter Mensch. Ja, super zu arbeiten. Mean Okerlund mit einem Werk von einem Mann, mit einem Wrestler, den wir überhaupt noch nicht kennen. Absolut ein Riese, wie er selbst sagt, ist aus Österreich, Victor Krüger. Well over 300 pounds. Well over 300 pounds. American pounds, that is. Mean Gene. Wenn ich dir etwas sagen will jetzt,
Stunde. Excuse me. Don't speak Austrian or German, but go right ahead. I get confused, you know. Er ist ein bisschen nervös, deswegen spricht er Deutsch und Österreichisch. World Championship Wrestling. Jetzt aber Amerikanisch. You know, man, I've heard a lot about World Championship Wrestling. I've been all over the world. Viel gehört über die WCW in der ganzen Welt. I've been football playing in Europe. In, Fußball spielt in Europa. America, you know. There's a lot of professional teams that want the Victor Kruger style, you know. But I really like to wrestle. And jetzt this one thing, this one will thing er aber unbedingt wrestlen. Is this eine Sache, die er nicht aus dem Kopf kriegt. Das ist ein Macho-Man-Style. Das ist das Hulkamania, die stärkste Kraft des Universums ist. Ja, Moment mal, da gibt es aber doch Hulk Hogan, den WCW World Champion. Verstehst du etwas jetzt da? In the ring, he should step in the ring with me. That's what I'm telling you right now. Well, Hulk Hogan soll mit ihm in den Ring steigen. Der WWE Champion. Well, das ist schon etwas, was was Sie wahrscheinlich gerne möchten. Of my own. Und das ist that I made for you. See? Sein eigenes T-Shirt. That's right. Moment mal, da ist ja Ihr Bild drauf. Heavyweight Champion of the World, Victor Kruger. Victor, du bist jetzt zwar jetzt hier in der Nähe von Graz, aber in den letzten Jahren haben wir dich hier nicht oft gesehen. Oder leider nicht, nein. Warum, wie kam es zu dem Trip oder zu dem Stay in Hannover? In Hannover nicht, in Bremen. In Bremen, ja. Entschuldigung, ich verwechsel das, diesen Norden immer. Ja. Der Norden, der hohe Norden da oben. Wie kann ein Österreicher aus der Steiermark diesen Norden Deutschlands so ins Herz schließen und dort vorübergehend bleiben, einige Jahre? Naja, im Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich geschlossen, ich habe es akzeptiert als eine nicht Heimat, aber einen Ort, bei dem ich arbeiten kann und bei dem ich meine Sache machen kann und von dem aus ich dann auch in alle Welt fliegen kann. Ins Herz geschlossen habe ich nur Graz und Wien. Also Österreich ist im Herzen drinnen, da passt nicht sehr viel hinein. Mein Herz ist groß, das heißt was. Aber Bremen war zu dem Zeitpunkt ein guter Ort, von dem ich aus meine Geschäfte machen konnte. Es war auch noch also ein guter Wrestling-Markt da und so kam es. Das ist how it came about. Das ist, so kam es dazu, dass ich dort oben dann einmal Fuß gefasst habe. Dann war ich ja immer. Ich war nicht die ganze Zeit dort. Ich war dann immer in Japan, bin ich mit mir hin und her geflogen. Dann war ich mal in Libanon und all over the world, was soll's. Ich habe ja das gar nicht angesprochen bis jetzt. Du bist ja ein Magister. Ist das ein gekaufter oder ist das ein echter? Das gibt es ja auch schon heutzutage, wo man sich die Titel kauft. Nein. Wie kommt der Herr Magister? Der Victor Krüger zu dem Magistertitel. Welchen Titel des Magisters hältst du? Naja, Business Management nennt sich das, ja. Das ist aber sehr interessant. Ja. Erst ich habe schon angefangen zum Studieren in Österreich. Ne? Aha. Das war jetzt meine Footballzeit. Und da hatte ich hier in Graz angefangen zu studieren. War auch wirklich eifrig dabei und wollte weitermachen. Nur dann irgendwann einmal. Habe ich mal nach rechts und nach links geguckt, ja? Geguckt jetzt da in germanischen Lettern, immer mal geschaut und bin wach geworden an einem schönen Herbsttag hier in Graz, auf der Technischen Universität und habe mir gedacht, Scheiße, Typ, was machst du hier einfach noch? Ja? Lauter solche Pencil-Nex. Ja? Kein einziger, der irgendwie eine Technische Universität, was denn noch bitte? Zu meiner Zeit ist das noch nicht ganz was. Ist gerade hochgekommen, das mit dem Fitness und mit dem Muckis da. Ja. Die Deutschen das nennen. Aber es war doch nicht in der Technischen Universität doch nicht so gebräuchlich. Dann habe ich mir zu mir selbst gesagt, was machst du hier eigentlich? Und dann war der erste Brief schon geschrieben an einen Agenten, der also hauptsächlich amerikanische College-Spieler, die es gerade mal nicht geschafft haben, zum Beispiel in die Profiliga zu kommen, herüber zu transferieren. Damit sie uns sozusagen Entwicklungshilfe geben und mitspielen, selbstverständlich. Ja. So, ich habe mir gedacht, warum nicht? Und das ist wieder one of the Victor Krüger Sachen. Warum machen wir es nicht umgekehrt? Es war noch nie einer hier, der gesagt hat, du, ich möchte drüben College spielen. Und der Sam Catchman war damals der Agent, also interesting thought. Ich bin auf ihn zugegangen, wie er hier da war, bei uns bei den Grass Giants habe ich damals noch gespielt.
und habe gesagt, grüß Gott, Herr Cashman, ich würde gerne in Amerika als Football spielen. Das war vorher, das war ich vor einem Jahr und das bin ich jetzt. Ich möchte gerne rübergehen. Und er hat gesagt, holy crap, you're a horse. Horse now, in comparison. Ne? Und dann hat er mich liebend gern vermittelt und das war das. Ja, das war der Anfang vom Ende. Das heißt, ja gut, vielleicht hättest du ja als Footballer dort drüben ja wirklich Karriere machen können. Wie ist denn das? Die Bezahlung, Football und Wrestler, kann man ja fast ja gar nicht vergleichen, außer man ist ja wirklich ein Top-Wrestler in Amerika. Und nicht mal dann wahrscheinlich. Ja, nein, als guter Mitkader kannst du schon sehr gut das Profigeld verdienen, auch so gleichzusetzen mit dem Footballspieler. Ja. Es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Ich bereue nichts. Ja. Und es war alles perfekt. Das heißt, it was the Kruger way. The right way, der aber noch nicht zu Ende ist. Denn, das ist noch lange nicht zu Ende. Victor, das spreche ich jetzt an. Wie schaut es aus? Welche Pläne hast du in Zukunft? Ich muss es jetzt ansprechen. Hast du vor, dich einfach wieder hier zu settlen in good old Austria? In good old Austria, ich bin gesettelt. My mind and my heart and my soul wird immer in Österreich sein und immer in Österreich bleiben. Ganz wurscht, wer was anderes sagt. Das ist they're a fucking liar. Okay? Schwierig ist es natürlich, man muss ja auch Geld machen. Man muss Brot auf den Tisch bringen können, man muss die Wohnung bezahlen können, das Auto bezahlen können, wenn man zur Arbeit fährt. Ja, und sei es auch nur eine Wrestling-Arbeit. Der Victor Krüger hat immer was vor. Der Victor Krüger ist immer was im Gange und die Zukunft ist jetzt. Der Victor Krüger wird immer alles geben. Er weiß zwar nicht wann und wie und wo, aber es wird wieder etwas sein. Und das ist nicht nur so ein dahingesagter Spruch, sondern das ist der Victor Krüger. Und ich hoffe, dass ich den Leuten zu Hause, hier in Österreich und auch überhaupt im deutschsprachigen Raum, wieder etwas, was ganz besonders Krüger-Special bringen kann. Und dann werden wir alle wieder verkrügerized. Ich bin schon gespannt selber drauf. Ich weiß nicht, was wird. Hey! Wir wissen es selber nicht, aber Victor, das ist eine ganz kritische Frage, die ich oft Leuten stelle. Wie alt kann ein Wrestler sein, um noch wirklich aktiv was zu bringen? Oder wann ist es für einen Wrestler wirklich besser aufzuhören, wie oft schon? Wenn man den Ric Flair hernimmt, der ist jetzt, glaube ich, 54 und steht noch immer im Ring. Soweit. Gutes Mikrofon, sage ich, ne? Wenn man gutes Mikrofon hat, ja. Der, aber das geht halt bei den Amis sehr gut, glaubst ja. du, der Herr Kovac sagt immer, mit 45 höre ich auf. Wie schaut es da bei dir aus? Hey. Wenn ein Kovac schon an sein Ende denkt, dann ist das sein Problem. Mein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Bei mir kann man nicht sagen, wann ich aufhöre oder ob ich überhaupt aufhöre. Hey, beim Krüger geht immer was ab. Und beim Krüger geht immer was weiter. Das kann der Krüger nicht mal sagen. Ich überrasche mich selbst immer von Neuem. Was soll ich sagen? Wartet's ab. Ich muss es auch abwarten. Victor, wird es mal einen kleinen Victor geben? Gibt's da was? Ist da was einen im Plan? Einen kleinen Victor wird es nie geben, weil Victor wird nie klein sein. Okay. Okay. Aber hat Victor Krüger Pläne einmal für Family, wenn der Zeitpunkt richtig ist? Und genau das ist es ja. Ich habe nicht umsonst, zwar als großer Falco-Fan, ich habe nicht umsonst der Egoist das Lied als meine Titelmelodie genommen. Nicht, weil ich jetzt ein Egoist bin, ich denke nur an mich und so weiter, aber sinngemäß als der Egoist, ich denke immer nur dran, was kann ich noch besser machen? Wie kann ich den Krüger noch verbessern und was kann der Krüger wieder auf die Beine stellen, dass für alle gut ist. Dass die Leute wieder begeistert, nur dann gibt es mir die Begeisterung, wenn alle wirklich dahinter stehen und sagen, boah, das war wieder eine tolle Sache. Tja, Victor, wie der Rechtsanwalt sagen würde, no further questions. No further questions? Ich bedanke Arrest mich. My case. Ich bedanke mich herzlich für dieses Interview. Ich habe zu danken. Und ich hoffe, dass wir dich in irgendeiner Weise auf jeden Fall wieder im österreichischen Wrestling und auch in ganz Europa noch sehen werden. Dankeschön. Das wird garantiert so sein.